So, herzlich willkommen in die Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass Sie heute trotz des schönen Wetters hier sind. Ich glaube, wir haben noch viel zu dem Thema Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik und insgesamt auch Partnerschaft EU-Afrika zu besprechen. Deswegen freuen wir uns, heute mit Ihnen und mit unseren Referentinnen und Referenten darüber reden zu können. Die Themen Flucht und Migration haben die europäischen Gesellschaften in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt, teils auch sehr gespalten. Viele Wahlen wurden in vielen europäischen Ländern auch entlang dieser Themen bestimmt und wissen auch um die Verfasstheit vieler Parlamente, die sehr viel einfach durch Themen Flucht, Flüchtlingsaufnahme, aber auch insgesamt die Frage des Grenzregimes viele Gesellschaften beschäftigt. Jetzt haben Sie sicher durch die Medien, durch die Berichterstattung auch mitbekommen, dass die EU eine neue Phase der Migrations- und Flüchtlingspolitik einleiten will. Das Zauberwort lautet Fluchtursachenbekämpfung. Auch die Regierungen der Mitgliedstaaten reden oft und sehr gerne von Fluchtursachenbekämpfung. Deswegen freue ich mich heute, dass wir vier ausgewiesene Expertinnen und Experten hier an der Runde haben, die aus verschiedenen Blickwinkeln zu dem Thema was sagen werden und auch viel dazu geschrieben haben. Ich stelle sie nur ganz kurz vor, weil wir hinterher dann auch genug Zeit haben, mit ihnen zu reden. Christian Jakob ist Journalist bei der Taz und Autor des Buches Diktatoren als Türsteher Europas. So, das ist die Publikation, die kürzlich erschienen ist. Er wird einige Passagen daraus lesen und auch seine Perspektiven dazu erläutern. Melanie Müller von der Stiftung Wissenschaft und Politik, zusammen mit Isabel Werenfels, ebenfalls von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die Mitautorinnen der Studie Migrationsprofiteure, autoritäre Staaten in Afrika und das europäische Migrationsmanagement sind. Vielleicht haben Sie die Publikation gesehen, ist auch online auf der Seite der SWP zu finden. Und Sie werden uns aus zwei regionalen Perspektiven sehr erläutern, inwiefern die europäische Migrationspolitik mit denen Interessen der Staaten oder auch der Institutionen in Afrika kommunizieren, korrespondieren. Christine Maas-Albert ist meine Kollegin, Leiterin des Afrika-Referats der Heinrich-Böll-Stiftung und verantwortlich für die Publikation Die Orangen in Europa schmecken besser, über Fluchtursachen, ihre Bekämpfung und was daran nicht stimmt. Sie hat es konzipiert und zusammen mit verschiedenen Autorinnen und Autoren verfasst. Und sie wird auch aus dem Buch lesen und zu der Frage von Fluchtursachen und was daran stimmt oder nicht stimmt, referieren. Last but not least möchte ich ganz kurz auch auf eine weitere Publikation die der Böll-Stiftung hinweisen. Das ist ein Bericht der Kommission, Perspektiven für eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, deren Mitglieder ca. 30 Fachleute waren, die aus verschiedenen Blickwinkeln sowohl über Migrationsaußenpolitik wie aber auch über Fragen der Integration von Geflüchteten und welche Angebote, welche Institutionen, welche Infrastruktur wir dazu brauchen, verschiedene politische Empfehlungen geschrieben haben. Die Sendung, das Programm heute wird auch über Livestream ausgestrahlt und ich freue mich, dass wir in dieser Runde dann auch über diesen Raum hinaus weiter diskutieren können. So, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß und ich gebe als erstes Christian Jakob, Kirsten, das Wort aus Ihrem Buch, die wichtigsten Thesen vorzustellen. Ja, vielen Dank, Mekan. Ich fand es sehr schön, dass ungefähr zur selben Zeit, nämlich mehr oder weniger wir alle im Frühjahr unsere Werke da zusammengestellt haben und in den öffentlichen Raum gestellt haben, weil
verschiedene Perspektiven, Mekan hat es jetzt eingangs versucht zu erklären, die auch im Titel stecken, verschiedene Perspektiven auf diese neuere, sehr dynamische, wie ich finde, EU-Migrationspolitik geworfen werden. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir hier heute Abend zusammen kommen. Und ich habe den im ersten Teil die Aufgabe oder die würdevolle Rolle, Ihnen diese Frage näher zu bringen, ob das, was unsere Politik in den Raum gestellt hat seit einiger Zeit mit dem Schlagwort Fluchtursachenbekämpfung, ob das die Fluchtursachen oder die Migrationsursachen oder was auch immer bekämpfen sollte, tatsächlich bekämpft und ob deshalb dann letztlich weniger Menschen nach Europa gelangen werden. Ich wollte uns aber zurückführen nochmal zumindest 2-3 Jahre, um zu sagen, wann das ganze Konstrukt in die Politik kam, in die deutsche, aber auch in die europäische. Und ich denke, wir müssen dabei, das ist immer das Schlagwort, wann immer wir über Flüchtlingspolitik in Europa sprechen, über Migrationspolitik, sprechen wir immer vom Sommer 2015. Warum? Weil das die gefühlte große Krise war, dass über 1 Million Menschen über die Grenzen dieser Festung Europa, die ja schon damals bestand, mit sehr stark abgeschotteten Grenzen außen über diese Festung hinwegstiegen und in die Mitgliedstaaten der Union gelangten. Und diese Mitgliedstaaten hatten dann eigentlich erstmal selber eine Krise, nämlich dass sie sich nicht einigen konnten, wie sie verteilen. Also wer nimmt wie viele Flüchtlinge und Migranten auf. Worüber man sich aber sehr schnell einig wurde, war, dass man nun ganz massiv daran gehen müsste, die Außengrenzen zu sichern. Und dass der Grenzschutz auch zu verlagern sei, Türkei-Deal das Stichwort, also das Abkommen mit der Türkei, was dann dazu führte, dass zumindest die Balkanroute nicht mehr so stark frequentiert wurde und der Versuch der Einbindung der afrikanischen Staaten. Und heute Abend wollen wir uns ja mit dem afrikanischen Kontinent hauptsächlich beschäftigen. Migrationspolitik, das sagt der Ankündigungstext, ist seither eigentlich zum zentralen Element der europäischen Beziehungen mit afrikanischen Staaten geworden, mit Herkunfts- und Transitstaaten, wie sie jetzt vielfach auch genannt werden, weil das migrationspolitische Interesse Europa, die Zahlen derer zu reduzieren, die nach Europa gelangen wollen, eben in den Vordergrund gerückt ist. Von den afrikanischen Partnern wird ganz stark verlangt, dass sie stärker Grenzkontrollmanagement ausführen, was ihnen beigebracht wird von GIZ und anderen. Und vermehrt, und auch das sehen Sie in den medialen Abbildungen im Moment sehr stark und hören Sie von Seehofer als neuen Heimatminister und sehr, sehr schlagkräftig. Es muss jetzt endlich zu mehr Rücknahme von diesen freiwilligen Rückkehrern und auch von den abgeschobenen Menschen, die hier kein Asyl bekommen haben, führen. Zum gleichen Zeitpunkt, also im Gegenzug eigentlich zu dieser Einbindung afrikanischer Staaten und Gesellschaften, vielmehr eigentlich Regierungen, kam das Stichwort Fluchtursachenbekämpfung stärker auf die politische Agenda. Und strategisch ist damit eigentlich eine Eindämmung der Migration beabsichtigt. Aber Menschen sollen in ihren Heimatländern eben Bleibeperspektiven bekommen, die sie effektiv von einer Abwanderung nach Europa abhalten sollen. Fluchtursachenbekämpfung, also das neue Paradigma der Entwicklungszusammenarbeit natürlich vor allem, denn das ist der Anreiz, Entwicklungsgelder im Gegenzug für besseres Grenzmanagement, mehr Rückübernahme und so weiter. Gerade erst am vergangenen Wochenende, jetzt an Pfingsten, verkündete der Spiegel online und dann weitergehend, dass das Finanzministerium jetzt, der Finanzminister hatte die Zahlen genannt, was uns die Flüchtlingspolitik bis zum Jahr 2022 kosten wird. Er sprach von 78 Milliarden Euro, die er allein für den Bundeshaushalt berechnet. Und davon sei der größte Posten läge bei der Bekämpfung der Fluchtursachen, nämlich 31 Milliarden. Was das dann im Einzelnen ist, teilt sich in unterschiedlichste Ministerien auf, überwiegend aber das BMZ, das Entwicklungszusammenarbeitsministerium. Und suggeriert wird mit so einer Botschaft natürlich zunächst einmal, dass Europa das Richtige für die Menschen vor Ort tut. Also fernab von Europa tun wir das Richtige, damit Menschen nicht ihre Heimat verlassen müssen, Bleibeperspektiven schaffen. Als Fluchtursachenbekämpfung werden von der deutschen Regierung wie auch von der EU unterschiedliche Maßnahmen deklariert. Grenzpolizeiliche Kooperation, Grenzmanagement überhaupt,
entwicklungspolitische Projekte, aber auch privatwirtschaftliche Investitionsinitiativen und Reintegration von Rückkehrern und Abgeschobenen. All das subsumiert sich unter diesem neuen Politikfeld. Das Ziel all dieser Maßnahmen, ich habe es bereits gesagt, ist im Gesamtpaket zu verhindern, dass mehr Menschen nach Europa gelangen. Und auch das ist natürlich die Botschaft, wenn von Fluchtursachenbekämpfung gesprochen wird und das medial auch in Geldaufwendungen beziffert wird. Der Begriff Fluchtursachenbekämpfung führt uns, und das war so unser Ausgangspunkt eigentlich für die Auseinandersetzung mit dem Thema, führt uns eigentlich rhetorisch erstmal in die Irre. Warum? Weil von Flucht geredet wird, wo vielfach eigentlich Migration gemeint ist. Also wir reden von Fluchtursachenbekämpfung, meinen aber Migrationsursachenbekämpfung. Und es wird die Absicht erklärt, etwas bekämpfen zu wollen, was in Bezug auf Kriege und Konflikte, die ja tatsächlich zu Flucht in erster Linie führen, oftmals unsere Möglichkeiten übersteigt. Wir haben das in der Syrien-Krise erlebt, in vielen anderen Ost-Kongo-Konflikten und Kriegen, wo wir gar nicht unbedingt außenpolitisch und noch weniger vielleicht entwicklungspolitisch so sehr die Möglichkeiten haben. In Bezug auf Migration ist die Kampfansage völlig entbehrlich. Warum soll man Migration bekämpfen? Es leuchtet überhaupt nicht ein. Die Flüchtlingssituation weltweit mit über 65 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, ist in der Tat als eine Krise zu betrachten. Und daran muss man was tun. Migration hingegen, das ist unsere Ansicht, sollte in Zeiten der Globalisierung mehr als das Normale erachtet werden, das es gilt, menschlich zu gestalten. Und das haben wir versucht, mit dieser Publikation zunächst voranzustellen. Ich lese einen kleinen Teil aus dem Vorwort vor, der so ein bisschen versucht, in diese andere Perspektive hineinzuführen. Und insgesamt haben wir dann junge Wissenschaftler gebeten, aus ihren Ländern zu berichten über die Komplexität von tatsächlich Fluchtursachen oder Ursachen, die zur Migration führen. Und auch mal diese Begriffe zu erklären, das hat ein junger Autor aus Pakistan getan, einleitend zu den Begriffen, was versteht man eigentlich unter Migration, Mobilität und so weiter und so fort. Und haben dann ganz viele Menschen interviewt, die ihre eigenen Erfahrungen mitbringen auf ihren Wegen, nämlich Migranten und Flüchtlinge, die selber als Aktivisten, Intellektuelle und so weiter in ihren Gesellschaften aktiv waren und die in dieser ganzen Debatte um Fluchtursachenbekämpfung bei uns und in Europa eigentlich überhaupt nicht gefragt werden. Und wir haben gedacht, wir geben denen mit der Publikation zumindest eine Stimme, ihren eigenen Blick auf Migration, Flucht und so weiter zu werfen. Aber zunächst diese Frage der Perspektive. Entschuldigung, Christian. Die Perspektive auf Migration. Migration ist unser Rendezvous mit der Globalisierung. Zitat Wolfgang Schäuble. Aufzuhalten ist sie nicht, denn es gibt viele Gründe, sich auf den Weg zu machen, vor allem Terror, Verfolgung und Krieg, Armut und Hunger, aber auch das Streben nach einem angenehmeren Leben mit besseren Arbeitsmöglichkeiten, besserem Zugang zu Bildung oder Gesundheitsversorgung, Chancen, sich eine Zukunft aufzubauen. Kurz, Migration ist die Inanspruchnahme des Rechts auf Streben nach Glück. Pursuit of Happiness, das in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung neben dem Recht auf Leben und Freiheit als unabänderliches Menschenrecht festgehalten wird. Jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen, heißt es in Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Völkerrechtlich bindendes Recht ist dies zwar nicht, aber immerhin eine Empfehlung, die allerdings von vielen Staaten immer weniger beachtet wird, auch auf Druck jener Staaten, deren Bürgerinnen und Bürger weltweit problemlos fast überall ausreisen und einreisen können. Diese globale Ungleichheit ist auf absehbare Zeit nicht aus der Welt zu schaffen. Dem angemahnten Recht auf Ausreise steht kein Recht auf Einreise gegenüber. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass diese objektive globale Ungleichheit von den Benachteiligten auch subjektiv als solche empfunden wird. Unsere Sichtweise auf Migration ist geprägt überwiegend von Angst vor kultureller Überfremdung, vor der Überlastung der Sozialsysteme, vor Terror. Die Sichtweise der anderen von Hoffnung auf Ruhe, Überleben, Arbeit, Glück. Sich in die Lage des anderen zu versetzen, sich dessen Sichtweise vor Augen zu führen, kurz Empathie zu entwickeln, das ist eine wichtige Voraussetzung, um Konflikte zu minimieren und ein ziviles Zusammenleben zu fördern.
Unser Anliegen ist es, dieser anderen Sichtweise einen Raum zu geben und Migration als das Normale, nicht als ein zu bekämpfendes Phänomen zu sehen. Staaten sind nach der Genfer Konvention verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen Schutz zu bieten. Die Migration zu regeln und eine Einwanderungspolitik zu entwickeln, ist hingegen eine politische Aufgabe, die eine Regierung angehen oder vernachlässigen kann. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist völkerrechtliche Pflicht. Die Aufnahme von Migranten liegt im Ermessen nationaler Regierungen. Das also eingangs in der Perspektivwahl. Was uns wichtig war, war tatsächlich der Satz, Migration sollte in Zeiten der Globalisierung als das Normale gelten. Wir hören aber immer, dass den Begriff Migration negativ bestimmt. Wir hören immer, dass es ein Problem ist. Es ist von vornherein ein Problem. Und vielleicht muss man ganz grundsätzlich einfach mal im Kopf umschalten und das so ein bisschen als das Normale sehen, um zu dieser Gestaltung überhaupt vordringen zu können, im Sinne aller Beteiligten. Die Ursachen von Migration erscheinen uns viel komplexer als in der Politik im Moment abgebildet. Also es wird viel in diese Dichotomie, Armut, Krieg und Konflikt aufgegliedert. Und Erklärungen sind deshalb unseres Erachtens nicht ausreichend. Wir haben uns dann eben mit den Autoren darum bemüht, weitere Gründe, warum Menschen sich auf den Weg machen, aufzudecken. Und ich will nur ganz, ganz kurz, dann geht meine Zeit auch langsam zu Ende, will nur kurz erklären, wie es zu diesem merkwürdigen Titel, die Orangen in Europa schmecken besser, und diesem poppigen Deckblatt kam. Das ist ein Beitrag einer jungen Autorin aus Somalia, die über ihr Land schreibt und vor allem eben über Jugend in Somaliland. Das ist der Norden von Somalia, der so einen Befriedungsprozess hinter sich hat, mehr oder weniger autonom, unabhängig ist. Von dort, wo alles besser wird in den letzten Jahren, wie sie schreibt, also wo es nicht den Grund haben kann, dass alles schlechter ist, Bildung, Gesundheit und so weiter, Chancen, es wird eigentlich grundsätzlich eher besser, machen sich sehr viele junge Leute auf den Weg. Und die Autorin unterhält sich mit Amina, einer 28-jährigen Frau aus Somaliland, und fragt sie nach ihren Gründen. Warum nach Europa? Oft werden die Gründe für Migration grob vereinfacht dargestellt. Beispielsweise hört man, Menschen verlassen ihre Heimat aus wirtschaftlicher Not oder weil sie fliehen müssen, um Schutz zu suchen. Entsprechend entscheidet man dann zwischen Wirtschaftsmigranten und asylsuchenden Flüchtlingen. Das Beispiel Somalias zeigt jedoch, dass solche gängigen Entweder-Oder-Schemata unzureichend sind und nicht wirklich erklären, was junge Menschen dazu treibt, sich auf den riskanten Weg nach Europa zu machen. Amina, die 28-Jährige Befragte, antwortete auf die Frage, warum sie nach Europa wolle, weder mit wirtschaftlichen Gründen, noch sagte sie, sie fürchte um Leib und Leben. Auch um ihre Zukunft in Somaliland schien es ihr nicht wirklich bange zu sein. Was sie tatsächlich trieb, war allein ihr Wunsch, nach Europa zu gehen. Wie viele andere junge Menschen in aller Welt möchte sie erfahren, wie es sich anderswo lebt. Die Bilder, die ihre Freunde in Europa auf Facebook posten, erlauben es ihr, sich eine Vorstellung davon zu machen, vom Leben dort zu machen. Dort, da war sie sich sicher, müssen selbst die Orangen besser schmecken als zu Hause. Wie Amina wollen auch viele andere junge Leute weg. Erst wenn man die Gründe für diese Sehnsucht untersucht, beginnt man zu begreifen, warum die jungen Leute dafür derartige Risiken in Kauf nehmen. Was sie dann weitaus wissenschaftlicher, politikwissenschaftlicher beschreibt, ist zum Beispiel ein Mismatch zwischen dem Bildungssystem, was sehr, sehr viele junge Leute in akademische Berufe treibt, weil das eine soziale Stellung in Somaliland bedeutet. Viele Familien nehmen ihr Geld zusammen, um die Kinder an die Unis zu bringen und dann akademische Berufe erlernen zu lassen, aber dafür gibt es keinen Arbeitsmarkt. Und im informellen Sektor, der sehr groß und aufgeblasen ist, wie in vielen afrikanischen Ländern, suchen die Leute dann nicht den Ausweg, weil sie dann soziale Missachtung erfahren. Warum ist das lehrreich für uns? Warum denken wir, dass wir uns diese Sachen klar machen müssen, wenn wir irgendwie sowas machen wollen wie Fluchtursachenbekämpfung, was wir auch schon für relativ unsinnig zumindest in der Begriffswahl halten? Da muss man mal überlegen, ob zum Beispiel das schiere Angebot Berufsbildung, was ständig im Raum steht, so als politische Antwort auf bestimmte Missstände, das reicht eben nicht, wenn es eine soziale Ächtung dieser Art von Berufen gibt. Last not least, und dann komme ich zum Schluss mit dem kurzen Absatz aus dem Interview, erscheint
uns nicht nur der Perspektivwandel wichtig, sondern auch nochmal ein starkes Propagieren dafür, dass Migration ganz entschieden in vielen afrikanischen Gesellschaften für Entwicklung sorgt, dass nämlich Rücküberweisungen viel bedeutendere Zahlen ausmachen als die Entwicklungshilfegelder, die dorthin fließen, dass das essentiell wichtig ist, dass auch Mobilität, das wird Christian, glaube ich, nochmal ausführen, so wichtig ist für Entwicklung, dass also diese europäische Migrationsagenda, die jetzt Fluchtursachen bekämpft als einen Leitsatz, hinderlich ist für Entwicklung. Und ich fand ganz, ganz schön als Abschluss dazu einen letzten Teil aus dem Interview, den Thomas Schmidt, der mein Mitstreiter war, ein Journalist hier aus Berlin, im Senegal geführt hat mit einer Fischerin, die aus einem kleinen Dorf in Senegal stammt, 59 Jahre. Sie hat ihren Sohn verloren. Er ist auf eine der Pirogen gegangen, um auf die spanische Seite zu gelangen, ist dabei ums Leben gekommen. Sie setzt sich ein in so einem Verein, migrationspolitisch, also versucht, junge Menschen darüber aufzuklären, wie gefährlich der Weg nach Europa ist. Und sie sagt am Ende auf die Frage im Interview, wie könnte Europa außer mit Investitionen helfen, damit die Jugendlichen nicht mehr emigrieren? Und dann sagt Yahya Bahi, man muss Brücken bauen, nicht Mauern. Schaut euch doch das Mittelmeer an. Das ist ein Friedhof junger Afrikaner. Ist es nicht traurig für Europa zu sehen, wie dieses schöne Mittelmeer zu einem Friedhof verkommt? Die Europäer sollten über ihre Vergangenheit nachdenken. Die Europäer haben einst an unsere Großeltern appelliert, sie ins Land geholt. Senegalesen haben in der französischen Armee gedient. Algerier in Fabriken geschuftet. Sie alle haben geschwitzt, um Europa aufzubauen. Und nun sagt Europa zu ihren Enkeln, kommt nicht, bleibt bei euch, rührt euch nicht, bewegt euch nicht. Ich will, dass Europa sich mehr öffnet. Diese hohen Barrikaden, diese Mauern, das ist schrecklich. Wie hoch und wie dick Barrikaden und Mauern auch sind, die jungen Afrikaner werden trotz Lebensgefahr versuchen, nach Europa zu kommen. Die einzige Lösung ist, die Bewegungsfreiheit zu akzeptieren. Ich sage nicht, dass alle in die Pirogen steigen sollen, um nach Europa zu gelangen. Aber es gibt Umstände, unter denen man es den Menschen ermöglichen muss, aufzubrechen, zu arbeiten und wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und damit vielleicht ein Abschluss dieser Vorstellung in der Hoffnung, dass es Sie vielleicht hier und da ein bisschen weiter interessiert als Thema. Im politischen Raum steht es allemal. Fluchtursachen werden noch lange, auch medial, die ganze Frage nach Flüchtlingspolitik bestimmen. Und vielleicht haben Sie Lust, den einen oder anderen Teil der Publikation zu lesen. Ja, vielen Dank, Kirsten. Ich meine, du hast jetzt skizziert zum einen die legalen Definitionen von Flucht und Migration. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gleichzeitig haben wir aber auch oft damit zu tun, dass Menschen im gleichen Boot kommen und dann oft dann auch künstlich unterscheiden zwischen Geflüchteten oder Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten. Also insofern werden wir, glaube ich, auch nachher noch mal diesbezüglich näher eingehen. Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Und wie wollen wir eigentlich in Zukunft auch diesbezüglich an politischen Ideen entwickeln? Es geht ja darum. Ich möchte jetzt an der Stelle dann Christian bitten, aus seinem Buch noch mal die Perspektive, inwiefern auch Staaten oder Vertreter von Staaten als Partner einbezogen werden und die europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik nach Afrika verlagern und dort umsetzen. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dass Europa versucht, afrikanische Staaten als Co-Grenzschützer einzugemeinden, einzukaufen, das ist nicht neu. Das ist ein Phänomen, das in das vergangene Jahrzehnt zurückreicht. Seit 2015, seitdem die Situation auf der Balkanroute eskaliert war, hat das aber sehr stark an politischer Dynamik gewonnen. Wir haben in der Taz versucht, das ein bisschen zu dokumentieren seither. Das Buch ist der Versuch, dieses politische Panorama einmal nachzuzeichnen. Und ich würde jetzt zum Einstieg das Vorwort vorlesen, das alles etwas zusammenfasst oder nachzeichnet. Das heißt die Wiederentdeckung Afrikas.
Der Nachbarkontinent Afrika hat die Europäer lange kaum interessiert. Er stand vor allem für Kriege, für Klimawandel, für Seuchen wie die tödliche Ebola-Epidemie in Westafrika 2014 oder für Katastrophen wie die Hungersnot in Ostafrika 2017. Aber jetzt steht der Kontinent wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. Von einer neuen Epoche der Partnerschaft ist die Rede. Sie nahm ihren Anfang, als die Lage auf der Balkanroute im Sommer 2015 eskalierte. Hunderttausende Flüchtlinge unkontrolliert auf dem Weg nach Zentraleuropa. Kurz darauf lud die Europäische Union 33 Staatschefs aus Afrika zu einem Treffen nach Malta ein. Milliardenschwere neue Programme wurden aufgelegt. Eine Situation wie im Sommer 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen, sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Panik in Europa, die die unkontrollierte Bewegung über die Balkanroute ausgelöst hatte, sie wurde auf Afrika projiziert. Und eben dort will Europa sein Migrationsproblem jetzt lösen, mit weitreichenden Eingriffen in die Länder südlich des Mittelmeers. Afrika war schon zu Kolonialzeiten ein Ort, den die Europäer nach ihren Vorstellungen formen wollten. 5 Meter hoch war die Karte im Tagungsraum des Berliner Reichskanzlerpalais im November 1884. Vertreter von 13 europäischen Staaten, den USA und des Osmanischen Reiches waren damals der Einladung des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck zur sogenannten Kongo-Konferenz gefolgt. Sie wollten die Handelsfreiheit im Einzugsgebiet der Flüsse Kongo und Niger regeln. Als die Konferenz am 26. Februar 1885 zu Ende ging, hatten die Teilnehmer die Grundlagen geschaffen, den Kontinent untereinander aufzuteilen. Viele afrikanische Grenzen, die heute im Fokus der europäischen Migrationspolitik stehen, wurden damals von den Kolonialherren am Reißbrett gezogen. Die, die dort lebten, wurden nicht gefragt. Seitdem hat sich vieles verändert, geblieben aber sind die kolonialen Grenzen und die alte, ebenfalls aus der Kolonialzeit stammende Angst vor dem schwarzen Mann. Einst waren es die tödlichen Tropenkrankheiten aus Afrika, die die Europäer fürchteten. Heute ist es die Angst vor der Invasion, vor der Umvolkung, die die Rechtsextremisten befeuern. Sie geht einher mit der zunehmenden Angst vor dem Terror, ausgelöst auch durch Anschläge wie in Paris, in Brüssel oder in Berlin. Die Täter bekannten sich zum Islamischen Staat, der heute auch in Libyen und vor allem in der Sahelzone aktiv ist. Flüchtlinge und Migranten stehen in Europa deshalb unter Generalverdacht und die Mittel, die im Innern gegen den Terror angewandt werden, Überwachung und Kontrolle, Biometrisierung und Datensammlung, sind deshalb auch denen so ähnlich, mit denen nach außen die irreguläre Migration bekämpft wird. Jedem Jahr veröffentlicht die Weltbank, wie viele Menschen in der Welt von einem Land ins andere wandern. Die 30 größten dieser Migrationskorridore werden erfasst. Nur die Bewohner eines einzigen Landes südlich der Sahara sind dabei. Burkinabés, die aus ihrer Heimat Burkina Faso in die benachbarte Elfenbeinküste auswandern. Subsaharische Afrikaner in Europa, unter den Migranten dieser Welt, ist ihre Zahl so gering, dass sie nicht mal in der Liste der Top 30 auftauchen, obwohl die Kontinente nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen. 245.000 Afrikaner beantragten 2016 zum ersten Mal Asyl in Europa. Das sind etwa so viele Menschen wie in Hamm oder in Saarbrücken leben. Es ist keine große Zahl für die EU mit ihrer 500 Millionen Einwohner, aber seit 2010 hat sich die Zahl der jährlich ankommenden Afrikaner mehr als verdoppelt und viele fürchten, so wird es weitergehen. Bis 2050 dürfte die Bevölkerung Afrikas auf ungefähr 2,2 Milliarden Menschen wachsen. Dramatisch zunehmen könnte die Migration aus dem Kontinent, sagte der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller im Oktober 2016. Im Juni 2017, der Bundestagswahlkampf stand vor der Tür, wird er konkreter. Bis zu 100 Millionen Menschen könnten sich in Afrika auf den Weg nach Norden machen, wenn der Klimawandel nicht verlangsamt werde. Es war eine Zahl, monströs, aber offenbar auch bewusst gesetzt, um Ängste zu schüren. Denn die Menschen, um die es geht, sind schwarz. Carlos Lopez, bis vor kurzem Chefökonom der Vereinten Nationen für Afrika, erinnert daran, dass im vergangenen Jahrzehnt Hunderttausende Arbeitsmigranten aus Bolivien, aus Ecuador, aus Peru oder Kolumbien nach Spanien kamen und kommen durften. Es war dieselbe Zeit, in der das südeuropäische Land, das nur wenige Kilometer von Afrika entfernt liegt, mit seinem sogenannten Plan Afrika die Migration aus Westafrika stoppte. Einwanderung aus Lateinamerika hingegen ließ es zu. Eine kulturelle Wahl, sagt Lopez zu dieser Entscheidung. Es gab keine Angst vor Migranten, es gab Angst vor Afrikanern. Diese Angst ist, ebenso wie die vor den Muslimen, einer der Nährstoffe für den Rechtsruck, der das politische Gefüge in vielen Ländern Europas erschüttert hat. Die Debatte um Zuzug, um offene Grenzen und um Flüchtlingsschutz
hat die EU als Projekt wahrscheinlich stärker unter Druck gesetzt als selbst die Euro-Krise 2010. Den Deutschen drohe, in weniger als einer Generation im erwerbsfähigen Alterssegment eine Minderheit im eigenen Land zu werden, sagt der Juraprofessor Ralf Weber. Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern holte er in seinem Wahlkreis Vorpommern-Greifswald III an der Ostseeküste 35% aller Stimmen. Weber rechnet vor. Bis 2017 dürften 3,5 Millionen illegale Zuwanderer ins Land gekommen sein. Wenn diese sich in der lebensbejahenden Verbreitungsstrategie, die diesen Völkern eigen ist, ausbreiten, also 4 bis 5 Kinder in 10 Jahren, gäbe es bald 11 bis 12 Millionen illegale Zuwanderer und deren Nachfolger. Eine haltlose Argumentation, aber genau das, behauptet der AfD-Politiker, seien die Dinge, die die Menschen bei seinen vielen Wahlveranstaltungen im äußersten Nordosten Deutschlands immer wieder angesprochen hätten. Die Angst vor den Afrikanern und vor muslimischen Einwanderern, sie buchstabiert sich selten so offen aus wie im AfD-Wahlkampf des Juraprofessors Weber, aber ihre Verbreitung nimmt zu. Sie ist der Antrieb für immer weitergehende Versuche, Migration in einer globalisierten Welt wieder unter Kontrolle zu bekommen, und zwar vor allem aus und in Afrika. Denn die meisten der teils riesigen Migrationskorridore auf der Weltbankliste sind vollkommen geräuschlos. Niemand nimmt an den Bewegungen der Menschen dort Anstoß, dass sie wandern, wird akzeptiert. Nicht so in Afrika. 2004 widmete die UNESCO Afrika eine Tagung. Der Titel: Der vergessene Kontinent. Damals war das fast ein Synonym für Afrika, doch das ist vorbei. Afrika ist wieder in den Mittelpunkt des europäischen Interesses gerückt. Im Grunde ist das eine gute Nachricht. Sie könnte zum Beispiel dazu führen, dass über die aktuell größte Hungerkatastrophe seit Bestehen der Vereinten Nationen gesprochen wird, die 2017 in Ostafrika Millionen Menschen bedrohte. Oder über die Lage in Uganda, einem kleinen Land, in dem zu Beginn 2017 das größte Flüchtlingslager der Welt aus dem Boden gestampft wurde, wo aber die Mittel fehlen, um die Menschen dort zu ernähren. Diese Dinge sind aber kein Thema für weite Teile der Öffentlichkeit und für viele Politiker in Europa. Sie interessiert, was getan werden kann, damit keine Flüchtlinge zu uns kommen. Der milliardenschwere EU-Türkei-Deal soll dafür Modell stehen. Das Abkommen hat viele empört. Seine Kritiker klangen dabei häufig so, als habe Europa mit dem türkischen Staatschef Erdogan eine neue und besonders verwerfliche Praxis der Abschottung aufgenommen. Tatsächlich aber nimmt die EU schon seit langer Zeit Staaten in ihren Dienst, aus denen die Migranten und Flüchtlinge hierher kommen. Mit Nachbarschaftsverträgen, Arbeitsabkommen oder Partnerschaftsrahmen. Anders als die Abmachung mit der Türkei hat dies die Öffentlichkeit nie interessiert. Die einzige Ausnahme war der Vertrag zwischen Italiens damaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi und dem libyschen Diktator Muammar Gaddafi im Jahr 2008. Berlusconi stellte Gaddafi 2,5 Milliarden Euro in Aussicht, angeblich als Entschädigung für vergangene Kolonialschuld. Weniger Flüchtlinge, mehr Öl, sagte Berlusconi später, das sei tatsächlich der Deal gewesen. Heute ist es die EU, die mit Hochdruck daran arbeitet, viele solche Abkommen mit vielen Staaten Afrikas abzuschließen. Für Flüchtlinge wird es so immer schwieriger, Schutz zu finden, und für Arbeitsmigranten wird es immer gefährlicher, an Orte zu gelangen, an denen sie ein Einkommen suchen können. Aber das ist nicht die einzige Folge. Je mehr Europa versucht, die Migration zu kontrollieren, desto schwieriger wird es für viele Afrikaner, sich innerhalb ihres eigenen Kontinents, ja selbst innerhalb ihres eigenen Landes frei zu bewegen. Seit die EU sich zusammenschließt, wachsen ihre Grenzen schneller als sie selbst. Zuerst verhielt sie sich wie ein Nationalstaat. Sie kontrollierte die Zugänge zu ihrem eigenen Territorium. Aber das reichte irgendwann nicht mehr, denn weil sie die Migration von außen im Innern nicht kollektiv zu regeln vermochte, begann sie stattdessen, Migrationsbewegungen in ihre Richtung zu bekämpfen, und zwar vor allem in Afrika. Erst sollten die Transit- und jetzt die Herkunftsregionen dafür sorgen, dass möglichst wenige Menschen bis zum Schengen-Raum vordringen können. Die EU bietet dafür immer mehr Geld. Etwa 2 Milliarden Euro waren es seit Beginn des Jahrtausends bis 2015. Bis 2020 sollen mindestens weitere 14 Milliarden Euro hinzukommen. Europa begleicht die Kosten, die durch die Kontrolle der Migration selbst entstehen. Lebensmittel oder Zelte für aufgehaltene Flüchtlinge, Jeeps oder Schiffe für die Grenzpolizei. Aber sie gibt noch mehr, gewissermaßen als Prämie. Eine extra Portion Entwicklungshilfe für die Koalition der Willigen in Sachen Grenzschutz.
Manche Staaten Afrikas stellen deshalb die Ausreise ohne Papiere in Richtung Europa unter Strafe. Manche sparen sich ein solches Gesetz und sperren Migranten einfach so ein. Manche errichten Grenzposten, wo bislang keine waren. Manche führen biometrische Pässe ein, die viele sich nicht leisten können. Manche nehmen Abgeschobene aus Europa zurück, selbst wenn sie gar nicht ihre eigenen Bürger sind. Manche Staaten blockieren Migrationsrouten mit Soldaten und manche erlauben europäischen Beamten, dies gleich selbst zu übernehmen. Und manche schließen die Grenzen nicht nur für die Transitmigranten, sondern auch für die eigenen Bürger. Sie tun damit genau das, was den Staaten des einst kommunistischen Osteuropas bis heute völlig zu Recht als eine ihrer größten Sünden vorgeworfen wird, nur dass es diesmal auf Betreiben der EU geschieht. Immer öfter wird das Geld, das als Gegenleistung für die Kontrolle der Migration gezahlt wird, als Entwicklungshilfe verbucht. Es ist eine Zweckentfremdung von Mitteln, die dazu da sind, Armut und Not zu lindern. Und es widerspricht dem Sinn von Entwicklungshilfe auch deshalb, weil Arbeitsmigration ein Segen für arme Länder ist, denn sie bringt das Geld in die Kassen der kleinen Händler und der Bauern. Diese Vermischung von Entwicklungshilfe und Migrationskontrolle wird zunehmen. Fluchtursachenbekämpfung ist das neue Paradigma der Entwicklungspolitik. Die afrikanische Zivilgesellschaft bekommt davon nur wenig mit. Die meisten Verhandlungen laufen im Geheimen. Deutschland ist das Kraftzentrum dieser neuen europäischen Afrikapolitik. Im Herbst 2016 reiste die Bundeskanzlerin zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder nach Afrika. Danach kamen eine ganze Reihe von afrikanischen Staatschefs und Delegationen nach Berlin. Ähnliches spielte sich in Brüssel ab. Der Kontinent bekam plötzlich mehr Aufmerksamkeit als etwa während der Ebola-Krise 2014, als er sie gut hätte brauchen können. Als Merkel die Präsidentschaft der G20-Gruppe übernahm, nannte sie eine der Säulen ihres Programms Verantwortung übernehmen, besonders für Afrika. Bis zum Sommer 2017 riss die Serie der Afrika-Konferenzen in Berlin nicht ab. Selbst Menschen, die hauptberuflich die Afrika-Politik erforschen, kamen kaum noch mit. Die Agenda klang teils so, als sei sie im Eine-Welt-Laden geschrieben worden. Afrika ist nicht arm, es wurde von uns arm gemacht. Mit solchen Sätzen wirbt Entwicklungsminister Müller für seinen Marshallplan mit Afrika, der, Zitat, die postkoloniale Ausbeutung stoppen soll. In dieser neuen Welt wächst auch die Bereitschaft, militärische Mittel zu wählen. Die Ereignisse der letzten 2 Jahre waren ein Weckruf, den wir verstanden haben, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im März 2017 auf einer Konferenz, die sie in Berlin mit Entwicklungsminister Müller ausrichtete. Der Satz war offen auf die Situation auf der Balkanroute gemünzt. Würden die Probleme Afrikas nicht gelöst, machen sich die Menschen auf den Weg, wenn sie bedroht sind, sagte von der Leyen. Das Verteidigungs- und das Entwicklungsministerium hätten sich in der Vergangenheit oft als Gegensätze verstanden. Damit müsse Schluss sein. In Afrika gehen jetzt deutsche Verteidigungs- und Entwicklungspolitik Hand in Hand. Müller wies auf den Zusammenhang von Nahrungskrisen und bewaffneten Konflikten hin. In mehr als der Hälfte der weltweit 37 Staaten, in denen aktuell Hungerkrisen drohen oder herrschen, seien Kriege der Hauptgrund. Nigeria etwa habe bald die drittgrößte Bevölkerung der Erde und würde durch ein Erstarken der islamistischen Miliz Boko Haram in Flammen stehen, sagte Müller. Stellen Sie sich vor, welche dramatischen Auswirkungen das für uns alle hätte, sagte der Minister. Afrikas Zukunft bestimmt auch unsere Zukunft. Migration aber ist nicht auf bewaffnete Konflikte, auf Armut, auf Hunger oder auf Erderwärmung reduzierbar. Sie ist eine anthropologische Konstante und sie ist eine Normalität der Globalisierung. Unter der Migrationsabwehr leiden in erster Linie die Migranten, die EU aber fühlt sich, als sei sie das eigentliche Opfer. Hier heißt es, das Boot ist voll. In Afrika hingegen wird Migration als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung gesehen. Nur wenige Länder Afrikas lassen sich deshalb bislang von der EU vereinnahmen. Zu wichtig ist Migration für sie. Afrika hat eigene Vorstellungen von seiner Zukunft formuliert, vor allem im Kontext der Afrikanischen Union und ihres 50-Jahre-Plans der sogenannten Agenda 2063. In dieser Zukunftsvision fordert sie mehr Integration und mehr Migration. Alle Afrikaner sollen innerhalb des Kontinents visumfrei reisen und arbeiten können. Es soll einen gemeinsamen afrikanischen Reisepass geben. Genau hier fallen europäische und afrikanische Interessen auseinander. Der Wunsch nach mehr Grenzkontrollen ist mit dem Wunsch nach echter innerafrikanischer Freizügigkeit unverträglich. Europa ignoriert das und formt Afrika so einmal mehr nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen.
Soweit das Vorwort. Es geht dann in dem Buch noch um eine ganze Reihe von Ländern, wo sich das in unterschiedlicher Weise dann auch ausbuchstabiert. Es geht zum Beispiel um Frontex, die da auch eine sehr tragende Rolle spielen, die schon seit einigen Jahren dabei sind, sich mit Geheimdiensten in afrikanischen, einer Reihe von afrikanischen Staaten zu vernetzen. Und wir haben dann versucht, so ein bisschen einen Cut zu machen im vergangenen Jahr im Juli, als wir das Manuskript abgegeben haben. Und haben dann gedacht, das ist so ein Prozess, der eine ganze Weile dauern wird, was sich noch einige Jahre hinziehen wird. Und dann haben wir festgestellt, dass vieles dann doch noch viel schneller ging, als wir erwartet hätten. Beispielsweise, was das Phänomen der Umwidmung oder Umdeklaration von Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit unter dem Primat der Migrations- und Sicherheitspolitik angeht. Also gerade jetzt vor 2 Monaten hat die EU-Kommission ihre Pläne für die künftige Entwicklungsfinanzierung vorgestellt, als es den Gipfel oder das Treffen der europäischen Entwicklungsminister gab. Und diese Pläne sehen vor, dass es ab 2020 gar kein eigenes Entwicklungsbudget mehr gibt, sondern der Europäische Entwicklungsfonds unter die Verantwortung der Außenkommissarin Mogherini gestellt wird, die sozusagen deren Politik nicht einer entwicklungspolitischen Logik verpflichtet ist, sondern einer Politik der Sicherheits- und Migrationsbekämpfung, kann man vielleicht sagen, ohne ihr da zu nahe treten zu wollen. Also es ist alles noch im Fluss. Viele afrikanische Staaten haben das, was die EU von ihnen möchte, noch nicht erfüllt, einige schon. Es wird nach wie vor darüber verhandelt und es ist ein bisschen offen, wie das ausgeht, weil eben auch afrikanische Länder ihrerseits stark darauf drängen, dass Migration weiter möglich sein muss, dass Migrationswege offen bleiben. Das war auch ein großer Streitpunkt beim letzten EU-Afrika-Gipfel in Abidjan, der deswegen eigentlich geplatzt ist. Es gab keine Abschlusserklärung, wenn man sich genau in diesem Punkt nicht einigen konnte und da die Interessen eben sehr stark auseinandergehen. Ja, vielen Dank, Christian. Ich glaube, das verdeutlicht sehr stark, ob überhaupt eine Augenhöhe auf dieser Ebene denkbar ist. Und vor allem absurd finde ich auch, wenn Menschen gerade von bestimmten Ländern oder bestimmten Regimen entfliehen und gleichzeitig aber genau diese Regime, die eine Ursache für die Flucht sind, dann plötzlich als Partner davon auch profitieren. Ich glaube, über diese Paradoxie müssen wir auch hinterher diskutieren. Isabel Bärenfels hat gerade eine Region im Blick, einerseits die als Transitregion relevant ist und zweitens aber auch ein Herkunftsland für uns, also Marokko, und drittens aber auch selbst sich auf den Weg geschickt hat, eine Migrationspolitik zu entwerfen. So, ich freue mich auf deinen Beitrag. Dein Mikro? Ja. No. Haben wir eigentlich ein drittes Mikro? Jetzt das wäre ganz gut, ja, wenn wir eins hätten. Das war so umfassend und ernüchternd, Christian, dass man eigentlich sagen könnte, Schlussstrich. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen wollen, dass in deiner Darstellung das sehr binär war. Europa, Afrika. Und ich würde jetzt wie so eine Zwischenstufe reinbringen wollen. Also unsere Studie heißt Migrationsprofiteure mit Fragezeichen, ganz wichtig, autoritäre Staaten in Afrika und das europäische Migrationsmanagement. Und ich würde gerne zuerst sagen, was wir getan haben da und warum wir es gemacht haben. Dann ein paar der Haupterkenntnisse. Ich werde wirklich nur ein paar nennen können. Und dann etwas zu Marokko und Algerien sagen. Und warum haben wir wir haben gewissermaßen Perspektivwechsel vollzogen, weil wir gesagt haben, wir wollen gucken, wie es in diesen Staaten aussieht, in denen anders formuliert, auf welche lokalen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontexte treffen diese Politiken, die Christian gerade beschrieben hat, aber auch auf welche Interessenlagen von Regierungen. Das ist schon ein bisschen angedeutet worden. Dabei ging es immer um Geld. Ich würde sagen, es geht auch noch um ganz viele andere Sachen, auf die ich gleich kommen werde. Und ich glaube, wir haben zwei Gründe gehabt, warum wir so vorgehen. Das eine ist tatsächlich, dass wir diese europäische Politik, die du hast es vorerst dynamisch beschrieben, ich würde sagen, es ist auch sehr eine Inflation von Instrumenten gewesen seit 2015, dass wir gucken wollten, was macht dieser Druck mit diesen Staaten in Afrika. Und wenn ich sage, diese Staaten, welche haben wir untersucht? Und das war der zweite Ausgangspunkt, nämlich der Türkei-Deal, dass
die Wahrnehmung dessen, dass durchaus Staaten gibt, die es verstehen zu pokern. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir gucken uns autoritäre Staaten an. Und Sudan, Eritrea, Niger, Ägypten, Algerien und Marokko, und das ist natürlich auf dem Spektrum autoritärer Staaten extrem unterschiedlich, bis hin zu einem hybriden Staat wie Niger und Eritrea, einer der autoritärsten weltweit. Wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass das Spektrum der Reaktionen auf die europäischen Politiken wahnsinnig breit ist. Und ich glaube, das werden wir heute an den drei Beispielen Marokko, Algerien und dann meine Kollegin Melanie Niger zeigen. Vielleicht zu den Haupterkenntnissen. Ein sehr wichtiger Punkt für uns war, dass der Grad des Autoritarismus nicht ausschlaggebend ist für die Art und Weise, wie diese Staaten mit Wanderungsbewegungen umgehen und wie sie quasi kooperieren mit der EU, sondern vielmehr sind es die Machterhalt- und die Legitimationsstrategien der Eliten, die eine Rolle spielen. Und wir haben auch den Begriff des Profitierens versucht, etwas aufzudröseln, weil es nicht nur um Geld geht. Es geht um internationale Anerkennung, es geht um Aufhebung von Sanktionen, es geht um Territorial- und Regionalkonflikte, es geht um regionale Vormachtstellung. Ich werde auf all das zurückkommen. Und es ist auch so, dass nicht nur Eliten profitieren jetzt, sondern teilweise auch über informelle und formelle lokale Ökonomien sind es durchaus auch andere Bevölkerungsgruppen. Und übrigens ein Profiteur, den wir in unserer Studie, glaube ich, zu wenig erwähnt haben, oder eine Gruppe von Profiteuren, sind die Durchführungsorganisationen, die europäischen, die unglaublich profitieren davon. Also ich habe die Zahlen nicht genau, aber man müsste sich mal angucken, was sich da so an GIZ und so weiter unter dem Schirm Umbrella von Migration tummelt in den Staaten Afrikas. Ja, was wir auch festgestellt haben, dass die Interessenlagen sehr unterschiedlich sind, je nachdem, ob ein Staat eher Herkunfts-, eher Transit, wie zum Beispiel Niger, was eher ein Transitstaat ist, oder zunehmend auch Einwanderungsland, wie Algerien und Marokko sind. Und da haben wir festgestellt, dass diese Staaten, dass wir da durchaus ähnliche gesellschaftliche und politische Dynamiken wie in Europa haben. Angst vor Einwanderung, Ängste werden geschürt, und zwar sowohl von Bevölkerungsgruppen als auch teilweise von Regierungen. Auch dazu werde ich etwas sagen. Und der letzte Punkt ist, und da würde ich vielleicht ein bisschen mit dir nicht immer einig gehen. Ich würde sagen, dass Europa nicht in all diesen Kontexten, die wir untersucht haben, wirklich Gestaltungsmacht hat. Teilweise werden Politiken verfolgt, die durchaus den Zielen, den europäischen Zielen der Abschottung entsprechen, aber sie werden nicht auf Druck Europas so sehr gemacht, sondern auch aus inhärenten Interessen von Staaten heraus. Und damit komme ich jetzt auch zu Marokko und Algerien. Das sind zwei Staaten, in die Europa tatsächlich versucht hat, sein Grenzmanagement auszulagern. Aber die Reaktionen sind fundamental unterschiedlich auf Wanderungsbewegung, aber auch auf die europäische Politik. Wenn wir Algerien nehmen, dann sehen wir einen Staat, der eine Abschottungspolitik verfolgt gegenüber Flüchtenden und Migrierenden. Es gibt kein Asylsystem, es gibt keine Möglichkeit der Legalisierung des Aufenthaltsstatus. Es sind in den letzten zwei Jahren Zehntausende von Subsahara-Afrikanern und Afrikanerinnen abgeschoben worden, und zwar teilweise auf sehr brutale Art und Weise. Es gibt rassistische Ausschreitungen in der Bevölkerung und die Regierung heizt diese Sachen an. Also Subsahara-Afrikaner werden beschuldigt, AIDS einzuschleppen, Drogen, Kriminalität und so weiter. Also da sehen wir teilweise Diskurse, die wir hier vom extrem rechten Spektrum kennen. Und die Zivilgesellschaft, die es durchaus gibt in Algerien, allerdings sehr klein, weil der Staat autoritär ist, und die versucht, mit Migranten, Migrantinnen zusammenzuarbeiten, mit Flüchtlingen, die werden als quasi Beschmutzer Algeriens hingestellt, wenn sie auf diese Praktiken hinweisen. Also das ist durchaus
sehr problematisch. Und Algerien nimmt dabei sehr hohe Reputationskosten in Subsahara-Afrika in Kauf, weil Algerien natürlich historisch sehr stark sich mit den Unabhängigkeit, mit den afrikanischen Freiheitsbewegungen solidarisiert, diese unterstützt hat, jetzt aber eine Abschottungspolitik fährt. Und wir sehen Demonstrationen in Mali vor der algerischen Botschaft. Also wir sehen da deutliche Missstimmung. Und warum machen die Algerier das? Sie machen es nicht so sehr, oder ich würde sagen zu einem sehr geringen Maß aufgrund von Druck aus Europa, sondern sie machen es aus eigenen Sicherheitsinteressen, die sowohl in der Regierung als auch in der Bevölkerung sehr stark auf die Erfahrung des Bürgerkriegs zurückgehen, die aber jetzt in jüngerer Zeit mit Libyen zusammenhängen, mit einer natürlich innenpolitisch geschürten Angst vor terroristischen Übergriffen aus Libyen. Und man muss auch sehen, dass für das algerische Regime eine der Hauptlegitimationsquellen die Etablierung, die Schaffung von Sicherheit ist. Also eine der wenigen überhaupt Quellen von Legitimation. Viel haben sie nicht. Und wenn wir jetzt schauen, wie Algerien mit der eigenen Emigration umgeht, dann sehen wir eine Interessenkonvergenz mit Europa, weil die algerische Regierung versucht und das relativ konsequent gemacht hat, da ändert sich jetzt gerade etwas, aber versucht, die eigenen algerischen Auswanderer zurückzuhalten. Und zwar wiederum aus einem sehr nationalistischen Grund, nämlich dass man nicht möchte, dass nach außen getragen wird, wie perspektivlos oder für wie perspektivlos diese Jugend, es sind hauptsächlich Junge, aber nicht nur, ihr Leben in Algerien halten, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und sie wollen natürlich demonstrieren, dass sie die Grenzen im Griff haben. Dennoch kooperiert Algerien nur sehr punktuell und ausgerechnet im Sicherheitsbereich, da wo sie kooperieren. Rückführungen mit Algerien klappen, wenn man dem BMI Glauben schenken will, relativ gut. Da funktioniert es. Ansonsten findet relativ wenig Kooperation statt. Das hängt natürlich mit dem hohen Souveränitätsbewusstsein Algeriens, was auf also historisch auf die Kolonialgeschichte zurückgeht, zusammen. Algerien ruft zum Beispiel kein Geld ab beim EU-Nothilfe-Treuhandfonds. Ist einer der wenigen Staaten, der das nicht macht. Und letztlich gibt es auch keine eigene Strategie wirklich neben der repressiven zum Umgang mit Wanderungsbewegungen bislang. Die eigene Strategie, und ich glaube, das sollte uns natürlich zu denken geben, wird mit Hinweis auf die europäische Strategie der Abschottung gerechtfertigt. Und das ist tatsächlich etwas, worüber man sich Gedanken machen muss. Jetzt, wenn wir Marokko anschauen, dann haben wir ein vollkommen anderes Bild. Marokko ist das Beispiel par excellence eines Staates, der eine ausgesprochen strategische Migrationspolitik verfolgt, der zwar auf die europäische auf den Druck reagiert, aber letztlich und sehr erfolgreich eigene Interessen verfolgt. Was hat Marokko gemacht? Seit 2013 ist der Aufenthaltsstatus von mehreren 10.000 Subsahara-Afrikanern, Afrikanerinnen, teilweise auch aus anderen Weltregionen, legalisiert worden. Das heißt Zugang zu Schulen, zu Gesundheitswesen, zum Arbeitsmarkt und so weiter. Sie dürfen NGOs gründen und ein Asyl- und Einwanderungsgesetz sollen folgen. Marokko engagiert sich auch in internationalen Foren für globale Lösungen. Und das wissen die meisten von Ihnen wahrscheinlich, Marokko kooperiert sehr eng bilateral mit Spanien bei der Grenzüberwachung, bei der Abschottung letztlich der europäischen Grenzen. Im Gegenzug kann Marokko auf spanische Visas für Saisonarbeiter zählen und letztlich auch den spanischen Druck in der Westsahara-Frage einhängen. Und damit sind wir, und ich komme langsam zum Schluss, schon bei den Interessenlagen. Wichtige Triebfeder der marokkanischen Migrationspolitik ist die internationale Anerkennung der Westsahara als marokkanisches Territorium. Über die Steuerung von Migration und die Legalisierung von Flüchtlingen aus Subsahara-Afrika versucht Marokko sowohl in Subsahara-Afrika als auch in Europa Unterstützung für seine Position zu erzwingen. Und die Migrationspolitik Marokkos ist generell vor dem verstärkten Afrika-Fokus, dem diplomatischen, dem wirtschaftlichen, zu sehen, auch dem sicherheitspolitischen Subsahara-Afrika-Fokus zu sehen. Zum Beispiel hat der König
einen Monat bevor Marokko wieder in die AU aufgenommen wurde, verkündet, dass es eine zweite Legalisierungswelle von Subsahara-Afrikanern geben wird. Darüber hinaus sieht natürlich Marokko auch die Chance, und da kommen wir zu diesen Gelderfragen, aus den verschiedenen Töpfen der EU Gelder zu bekommen für Entwicklung. Mit den eigenen Auswanderern, und ich glaube, es ist auch noch mal wichtig zu verstehen, sind ganz andere Interessen verbunden, nämlich die Rücküberweisungen. Und in Marokko ist es auch so, dass da ganz explizit immer wieder gemacht wird, letztlich in Algerien auch, dass legale Einwanderung wahnsinnig wichtig ist. 7% des BIP in Marokko kommt von Rücküberweisung. Das ist dreimal so viel wie die gesamte Entwicklungshilfe. Das heißt, es ist illusorisch, wenn europäische Politiker denken, dass Marokko ein Interesse daran hat, freiwillige Rückkehrer aufzunehmen. Das werden jetzt überall die GITs und so weiter bauen, diese Jobzentren und alles auf. Und ich halte das für relativ aussichtslos, weil sehr wenige wirklich ein Interesse haben, zurückzukommen, und die Regierungen und auch die Gesellschaften kein Interesse haben, dass Marokkaner aus dem Ausland zurückkommen, weil dann die Rücküberweisung versiegen. Also kurzum, Marokko nutzt Wanderungsbewegungen zur Durchsetzung anderer Interessen, und man muss, das hat durchaus positive Konsequenzen. Also es gibt nach wie vor Übergriffe und menschenrechtliche Probleme in Marokko. Es hat aber auch positive Konsequenzen, wie ich bereits gesagt habe. Und ich denke, dass wir sehr aufpassen müssen mit diesen ganzen Grenzsicherungsgeschichten, dass nicht die negativen Dynamiken, die da sind, weiter verstärkt werden. Und das gilt jetzt sowohl für Marokko als auch für Algerien. Also Algerien kann, wie ich gesagt habe, die ganze Politik, die es fährt, mit letztlich der europäischen Politik rechtfertigen, auch wenn es nicht darauf reagiert. Vielen Dank nochmal für die Erweiterung der Perspektive. Ich glaube, wir werden nach der Diskussion auch nochmal vielleicht ein, zwei weitere Regionen anschauen, um die Komplexität eigentlich jedes Landes zu verstehen, weshalb es eigentlich eine Afrika-Strategie sich ziemlich absurd anhört, weil die Interessenlagen so unterschiedlich sind und die Motivationen auch so unterschiedlich sind. Teilweise vielleicht auch legitime Motivationen, so nationalstaatlich gesehen. Ich freue mich jetzt, Melanie Müller hinzuzuziehen als vierte Inputgeberin, nochmal den Blick etwas südlich zu erweitern in Richtung Niger. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Isabel hat ja schon die Motivation unserer Studie nochmal erläutert. Und ich glaube, was ich gerne nochmal am Anfang sagen will, ist, dass ich war letztes Jahr im Juni dann vor Ort in Niger, um mit verschiedenen Leuten Interviews zu machen. Und man geht natürlich immer auch mit bestimmten Vorannahmen in so ein Land dann mit rein. Und es gab schon einige Überraschungen dann doch auch für mich, was so Dynamiken angeht. Vielleicht erstmal, Niger ist bislang relativ unbekannt gewesen für die meisten, glaube ich, ist eines der ärmsten Länder der Welt, eine hohe Geburtenrate mit 7,3 Kindern pro Frau, und ist eigentlich erst seit 2015 in den Fokus gerückt als Transitland, als wichtigstes Transitland für Migranten aus der ECOWAS, also der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, die 16 Staaten umfasst. Ich will noch mal vorwegschieben, dass, und das hat Christian Jakob auch schon gesagt, 70% der Migration findet innerhalb der ECOWAS-Region statt. Die Zahlen, die dann in die EU gehen, sind tatsächlich nach wie vor sehr niedrig. Es gibt sehr unterschiedliche Prognosen darüber, wie viele Migranten aus der Region in Zukunft kommen werden. Ich habe noch nichts gesehen, was die Dringlichkeit, die manchmal suggeriert wird, wirklich empirisch unterstützen würde. Trotz allem, ja, kennen wir, glaube ich, auch die Bilder, und in dem Sinne macht es auch Sinn, sich mit der Region zu beschäftigen. Die Frage ist, also ich finde die Frage der Vereinnahmung, die ja auch aufgegriffen wurde, wie stark werden Staaten vereinnahmt für diese europäische Migrationsagenda, das ist das eine. Die andere ist auch, wie freiwillig und wie gerne lassen sie sich vielleicht auch vereinnahmen. Und das ist was, was ich bei Niger relativ interessant finde, wenn man sich nämlich fragt, wessen Migrationsagenda ist es eigentlich? Ich glaube, es ist relativ klar und auch unbestritten, dass Niger
selber nicht aktiv geworden wäre mit Blick darauf, Migration einzudämmen oder Grenzkontrollen zu machen. Es ist eine sehr reaktive Politik, die in Niger gemacht wird, auch seit 2015 ganz explizit, seit es die Partnerschaft gibt mit der EU, die Migrationspartnerschaft. Aber es gibt eigene Interessen, die damit verfolgt werden. Das eine ist, dass Niger, das ist, glaube ich, ähnlich wie in deinen Ländern, Isabel, es gibt eine große Angst vor der Ausbreitung von Terrorismus im eigenen Land. Das Land ist auch wirklich umgeben von Libyen, Tschad, Nigeria, Burkina Faso, Mali, also von Ländern, in denen Konflikte vorherrschen. Und es gibt eine große Sorge dafür, dass Konflikte quasi übergreifen können auf das Land, was teilweise auch schon passiert. Und da eigentlich ein sehr ähnliches Argument, wie wir das hier ab und zu hören, wenn wir die Grenzen dicht machen, dann kriegen wir kein Sicherheitsproblem. Also was man sowieso in Frage stellen kann, aber auf jeden Fall steckt diese Logik dahinter. Damit verbunden auch der Wunsch der Aufrüstung im Sicherheitsbereich, ganz klar, also Militär und Polizei ausstatten. Eine andere Motivation, und das fand ich sehr interessant, als ich mir so ein bisschen längerfristig mal Berichte angeschaut habe, der Präsident Isufu, der bislang, seit er quasi an der Macht ist, immer sehr stark versucht hat, auch die Allianzen mit dem Westen zu suchen. Also war einer der Präsidenten, die beim Charlie Hebdo-Attentat ganz vorne mitgelaufen sind, sehr aktiv auch an die EU herangetreten ist, auch um eine Aufwertung, ich glaube, der eigenen Person, aber auch des Landes selber voranzubringen. Und dann, wie schon gesagt, ist ein sehr armes Land. Man erhofft sich natürlich auch entwicklungspolitische Zusammenarbeit und dadurch auch noch mehr Gelder, die ins Land kommen. Dafür funktioniert die Kooperation, glaube ich, wenn man aus europäischer Sicht oder aus EU-Sicht da drauf guckt, auch sehr gut. Also Niger hat europäische Staaten eng sowohl in die Formulierung der Migrationsagenda mit einbezogen, als auch in die Umsetzung. Es gibt, ich fand es ganz interessant, es gibt auch Fotos davon von Treffen von einem Gremium, wo quasi die nigerische Regierung und die EU gemeinsam die Migrationsagenda koordinieren. Und wenn man sich alleine die Bilder anguckt, dann ist das Gremium fast paritätisch besetzt. Also quasi deutscher Botschafter, französischer Botschafter, spanischer Botschafter. Und ich glaube, das sind Bilder, die eben auch schon zeigen, wie eng die Kooperation wirklich ist. Und mir haben mehrere Leute auch gesagt, ich habe in Ministerieninterviews geführt, wie stark Isufu von Angela Merkel schwärmt. Also diese, ich glaube, die direkte Zusammenarbeit funktioniert auch relativ gut. Das ist aber eben nur die eine Seite. Also man kann sagen, es gibt ein Interesse der Eliten, es gibt aber nicht unbedingt ein Interesse innerhalb der Bevölkerung. Es gibt insgesamt eine sehr starke Kritik von teilweise zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch ganz normale Leute, die sich nicht so stark jetzt politisch mit diesen Fragen beschäftigen, die sagen, wir verstehen überhaupt nicht, warum es ein Problem geben soll jetzt mit Migration. Für uns ist es halt ein ganz wichtiger Punkt. Und es hat auch was damit zu tun, dass Niger eben ein Land ist, in dem sehr viel so zirkuläre Migration in der Region durchgeht. Also wir haben Vieh- und Weidewirtschaft, also Leute, die je nach Regenzeit dann von einer Region in die andere migrieren. Das kann über drei Länder passieren. Wir haben Arbeitsmigration, die dann hochgeht nach Libyen und andere nordafrikanische Länder, aber eben auch nach Nigeria und in andere westafrikanische Länder. Und ich denke, das ist ganz wichtig, Migration ist ein wichtiger ökonomischer Faktor für den Norden des Landes, für die Region Agadez. Das ist letztendlich die letzte Stadt, also wenn sich quasi Migranten aufmachen nach Nordafrika, eben Algerien oder eben auch nach Libyen, wo man nochmal Station macht, bevor man dann die Reise durch die Wüste antritt, was eben lange dauert und auch sehr gefährlich ist. Und seit Gaddafi quasi weg war, kann man sagen, und dadurch die Grenzen nicht mehr geschützt hat, hat sich die Migration stark erhöht und auch die Bedeutung der Migration für die Wirtschaft ist total stark geworden. Das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Also es ist einerseits Leute, die einfach fahren, also Transportunternehmen, die davon profitieren. Dann in Agadez und in der Region Hotels, Gaststätten, wo Leute halt unterkommen. Also Gaststätten ist jetzt ein sehr euphemistischer Begriff für häufig nicht besonders gute Unterkünfte, aber trotzdem, es ist halt eine Ökonomie, die da stattfindet. Leute, die Wasser verkaufen, Händler, alles Mögliche. Also in dem Sinne spielt es für diese Region eine wichtige Rolle oder spielte, muss man eigentlich sagen,
weil Niger hat 2015 ein Gesetz erlassen, was letztendlich Migration insofern kriminalisiert, als dass es den Transport von Migranten kriminalisiert. Also Fahrer, die eben Leute nach Agadez bis nach Libyen bringen wollen und oder quasi nach Agadez weiter transportieren, die wurden verhaftet. Man kann, glaube ich, und das ist auch ein wichtiger Punkt, man kann letztendlich die Migranten nicht kriminalisieren, weil die über einen ECOWAS-Pass besitzen, wenn die einen ECOWAS-Pass haben oder zu ECOWAS gehören, letztendlich auch Freizügigkeit in der Region herrscht. Aber das heißt, man hat quasi diese Fahrer in den Blick genommen, sehr viele verhaftet, auch ansonsten versucht, das Territorium zu kontrollieren. Und die IOM sagt, das ist die Statistik der IOM, dass die Transitmigration durch Agadez um 75% eingebrochen ist. Also das heißt, es ist einfach ein Wegfall von Einnahmen auch in der Region, die Agadez und auch den ganzen Norden letztendlich sehr stark getroffen haben. Ich denke, also man kann da sehr, sehr tief reingehen. Es gibt noch ein zweites Problem daran, dass es eben nicht nur die Ökonomie ist, die davon profitiert, sondern dass der Sicherheitssektor im Niger auch davon profitiert hat. Es gibt halt sehr viel Korruption in diesem Bereich und es gibt sowas, ich weiß nicht, wer das Wort Bakschisch kennt, wahrscheinlich die meisten, also wenn quasi Fahrzeuge da durchgefahren sind, dass halt Sicherheitsbeamte auch Geld dafür verlangt haben, die passieren zu lassen, was in dem Sinne nicht legal war, aber es ist halt so eine illegale Steuer, die erhoben wurde, wodurch auch Sicherheitsbeamte eben ihr Gehalt aufgestockt haben. So. Insofern haben wir halt ein ganzes Konglomerat an Leuten, die davon profitiert hat. Jetzt haben wir diesen Einbruch der Zahlen, wobei, und dann kommen wir quasi zu den Problemen, womit einfach eine Reihe von Risiken und Auswirkungen verbunden sind. Ich würde sagen, das erste ist eben tatsächlich dieser rein ökonomische Wegbruch von quasi Jobs und Gehältern und Einkommen, die fehlen in der Region. Eigentlich war die Idee, dass aus dem EU Trust Fund jetzt Entwicklungsprojekte bewilligt werden, die das kompensieren können. Aber wenige von denen sind gestartet. Viele von denen bringen nur ganz wenige Einnahmen. Also es ist jetzt nicht wirklich was irgendwie die Ausfälle aus diesem Bereich kompensieren könnte. Und dadurch ist die Unzufriedenheit in der Region sehr stark angewachsen. Das ist insofern, also das hat einerseits hat es einfach innenpolitische Probleme, also dass so die Gefahr irgendwie für, ich sage jetzt mal, vielleicht irgendwelche Aufstände gestiegen ist. Aber es ist halt, wie ich bereits gesagt habe, auch eine Region, in der dschihadistische Netzwerke sowieso aktiv sind und vor allem auch bei arbeitslosen Jugendlichen rekrutieren. Das heißt, vielleicht hat man, wenn es ganz blöd läuft, sage ich mal, sogar diesen gegenteiligen Effekt, dass man diese Leute eigentlich sehr viel stärker jetzt diesen Gruppen auch noch zutreibt. Dann glaube ich, ein zweites Risiko, ich habe das schon angedeutet, ist eben, dass man den Sicherheitssektor in Niger auch massiv unterstützt hat. Niger ist, wie du gesagt hast, ein hybrides Regime, also hat quasi stark autoritäre Tendenzen, aber eben auch nicht. Also ist aber an sich einfach ein sehr schwacher Staat mit schwachen Institutionen, auch schwachem Militär, schwacher Polizei. Und eigentlich ist die Idee, den Staat dadurch zu stärken, indem man eben auch den Sicherheitssektor stärkt. Man weiß aber natürlich nicht, in welche Richtung das gehen kann. Also gerade wenn der Sicherheitssektor jetzt eben auch seine Einnahmen aus diesem Bereich verliert, Gehälter nicht ansteigen und man die noch zusätzlich aufrüstet, dann besteht natürlich auch eine Gefahr, dass so ein Staat halt autoritärer wird oder vielleicht genau aus dem Sicherheitssektor Putschversuche gegen den Präsidenten starten, die es in den letzten Jahren immer wieder gab. Also es ist ein Staat, der einfach immer wieder auch von Putschen, also Machtwechsel durch Putschversuche oder durch einen Putsch erlebt hat. Dann der dritte Aspekt ist die Frage, wie effektiv ist das eigentlich? Ich glaube, das wirft nicht nur die Frage auf, will man Migration bekämpfen, sondern kann man Migration begrenzen? Und ich glaube, das nigrische Beispiel zeigt, es geht einfach nicht. Ja, und ich habe im IOM, ich war in so einem IOM-Zentrum, ich habe mit vielen jungen Leuten gesprochen, die man aus der Wüste gerade gerettet hatte und wieder ins Zentrum gebracht hat, mit der Idee, sie quasi dann auch wieder in die anderen westafrikanischen Länder zurückzubringen. Und jetzt sagen, naja, ist ja nicht so, als hätten wir nicht seit Jahren versucht, hier irgendwie was zu verändern oder einen Job zu kriegen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sich viele von denen wieder auf den Weg machen, ist relativ hoch und ist auch legitim, glaube ich. Und es gibt mittlerweile schon Berichte, das
dass es mehrere neue Migrationsrouten gibt. Also dass die Truppen, die quasi Agadez umfahren. Es gibt Berichte darüber, dass sudanesische Milizen sehr viel stärker in diesen Sektor eingestiegen sind, der vorher halt von lokalen Tuareg- und Hubu-Gruppen, also der Transport organisiert wurde. Da gibt es eigentlich eher den Hinweis, dass sich das eher verschiebt, als dass man wirklich diese Migration beenden kann. Und dann ein letzter Aspekt, von dem ich glaube, über den wir noch viele Jahre diskutieren werden müssen, ist, was bedeutet eigentlich es, wenn ein Land, was eigentlich bislang weder Pässe kontrolliert hat, noch eigentlich effektiv Grenzen kontrolliert hat, das jetzt anfängt und auch einen eigenen Diskurs darüber fährt, wie schwierig Migration ist. Also man hat so einen Antidiskurs, den die Regierung auch fährt darüber. Und ich glaube, das hat schon auch, sieht man auch mittlerweile schon, und da würde ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es gibt ein paar Staaten auch in Westafrika, die schon in diese Rhetorik mit einsteigen und die auch Migration quasi, was ist ein gutes Wort, also so eine Art, nicht kriminalisieren, aber im Sinne von Migration als was Illegitimes anfangen zu betrachten. Und das wäre eigentlich, und das ist das Schöne an der ECOWAS, eine Region haben, in der es so eine Art von regionalem Bewusstsein, regionaler Identität gibt und es auch eine Region ist, wo quasi 16 Staaten eigentlich sowieso schon Freizügigkeit vereinbart haben. Das ist ökonomisch wichtig. Das ist auch, und ich denke, da haben wir viele Beispiele dafür. Und das ist ja das, warum wir eigentlich die EU wollen, weil es auch ein Friedensprojekt ist. Also so verstehe ich das, glaube ich, immer noch. Und ich denke, viele Leute auch. Also dass wir eigentlich davon ausgehen, dass regionale Integration auch letztendlich zu mehr Kooperation führt und das auch quasi die Zusammenarbeit verbessern kann. Da gibt es gute Beispiele davon, dass das funktioniert hat in der ECOWAS. Und ich denke, die Frage ist, will man das langfristig riskieren, dadurch, dass man kurzfristig fragwürdige Erfolge in der Reduktion von Migranten erzielt? Ich lasse die Frage mal offen und gebe mal zurück. Ja, vielen Dank, Melanie Müller. Wir werden gleich die Diskussion erweitern und öffnen. Sie können schon mal Ihre Fragen vorformulieren und vorbereiten. Ich möchte einfach nur ganz kurz am Anfang, um die ganze Komplexität noch zu erhöhen, nur eine Frage in den Raum werfen. Nämlich, wir haben jetzt einfach aus unterschiedlichen Perspektiven auch unterschiedliche Regionen gesehen, die auch unterschiedliche Funktionen haben. Und dann gibt es noch eine Region, die weder regionale Identität hat, sonst irgendwie eine Kooperation, nämlich Richtung Horn von Afrika, aber auch wovon viele Menschen fliehen, zum Beispiel aus Eritrea gehören zu den größten, in den letzten paar Jahren, zu den größten geflüchteten Flüchtlingen in Europa. Sudan ist also ein Land, was auch sehr viele Flüchtlinge verursacht, nicht unbedingt nach Europa, aber nach Israel und andere Regionen. Also wenn wir jetzt erstmal über den eigenen Tellerrand hinaus blicken, das sind so zwei Regionen. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, Konditionalität von Entwicklungspolitik im Gegensatz zu Grenzregime und so weiter, heißt es irgendwie everything goes? Also wenn wir mit Regimes tun haben, also zum Beispiel im Sudan, ein Staatspräsident, der wegen Verbrechen gegen Menschlichkeit verursacht ist. Isabel Werenfels hat vorhin gesagt, Eritrea eine der autoritärsten Regimes etc. Wie verfahren wir in solchen Situationen, wo Menschen aufgrund solche Systeme fliehen und dann aber in diese kohärente Flüchtlings- und Migrationspolitik einbezogen werden wollen. Wie funktioniert das überhaupt? Also politisch, moralisch und auch mit welchen Instrumenten eigentlich? Also wie es empirisch funktioniert, kann ich erzählen. Es ist so, dass man zum Beispiel an Sudan herangetreten ist vor 2 Jahren, nachdem es lange, lange Zeit sehr wenig Zusammenarbeit gab, das Regime lange Zeit mit Sanktionen belegt worden ist, aus guten Gründen. Es gibt ja diesen Haftbefehl auch wegen der Kriegsverbrechen in der Region Darfur.
Vor dem Hintergrund der Situation 2015 hat man gesagt, Sudan ist ein strategischer Partner für uns, ist ein Schlüsselland im Transit. Wer sich die Karte vorstellt, ist in der Region Horn von Afrika, 9 Millionen Flüchtlinge und Binnenvertriebene ungefähr. Da kommt man nur in zwei Richtungen weg, über das Meer in Richtung Jemen, da herrscht gerade Krieg, das geht nicht. Der andere Weg ist durch den Sudan in Richtung Nordafrika. Wenn der Sudan mitmacht bei der Migrationssteuerung, dann ist man da aus, sagen wir mal, Innenministersicht ein ganzes Stück weiter. Man hat dem Sudan, ich würde sagen, ein All-Inclusive-Paket angeboten, das man nicht abschlagen konnte. Man hat in Aussicht gestellt, sich dafür einzusetzen, dass der internationale Haftbefehl aufgehoben wird. Das ist bis jetzt nicht geschehen. Man hat in Aussicht gestellt, sich dafür einzusetzen, dass das Land von der Terrorliste der USA gestrichen wird. Soweit ich weiß, auch noch nicht geschehen, aber spielt eine Rolle. Man hat wieder Geld gezahlt, seit 2015 fast 300 Millionen Euro, also 280 Millionen sind es, nachdem lange Zeit es sehr, sehr, sehr geringe Hilfszahlungen nur gegeben hat, wenn überhaupt. Und man hat dem Sudan auch in Aussicht gestellt, die Grenzpolizei zu trainieren. Das hat jetzt im vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres begonnen. Die ersten, also mehrere hundert Grenzpolizisten sind ausgebildet worden. Verantwortlich ist die GIZ mit Geld von der EU, ausführend ist, soweit ich weiß, die IOM. Die sagen, Erste-Hilfe-Kurse sind das nur, nichts Schlimmes. Aber es geht natürlich darum, den sudanesischen Grenzschutz effizienter zu machen, effektiver zu machen. Und wenn das gelingt, es sieht so aus, als ob es gelingt. Also Italien hat jetzt vor kurzem die neuesten Zahlen für Ankünfte aus der Region Horn von Afrika vorgelegt. Die sind sehr stark zurückgegangen. Das liegt nicht nur an dem, an den Aktivitäten der sudanesischen Grenzschutzmilizen, aber eben auch. Das ist jedenfalls ein wichtiger Faktor. Man hat sich offensichtlich dafür entschieden, auch mit so einem Staat zusammenzuarbeiten. Sozusagen ein Land weiter nach Osten, Eritrea, in der Tat eines der autoritärsten Regime der Welt, Militärdienst, der Zwangsarbeitsdienst ist, vor dem viele Menschen fliehen, die hier deswegen ja auch Asyl bekommen. Auch da ist jetzt die GIZ seit einigen Monaten aktiv. Auch da ist das Geld aus dem Europäischen Nothilfefonds für Afrika. Doch da geht es darum, Wege zu finden, die Flucht zu erschweren. Ganz konkret werden Justizbeamte trainiert darin, rechtsstaatskonformere Verfahren, wenn man das überhaupt sagen kann, also der Begriff ist eigentlich sinnlos in diesem Land, gegen Schlepper zu führen, wegen Menschenhandel. Es ist völlig klar, worauf das abzielt. Es soll schwieriger werden, das Land zu verlassen, sich dem Militärdienst zu entziehen, um unter anderem auch eben, um nicht in Europa Asyl beantragen zu können. Ja, ich wollte vielleicht Melanie in einem Punkt widersprechen. Das hat nicht mit Sudan und Eritrea zu tun, sondern mit einem weiteren Staat, mit Ägypten. Du hast gesagt, man kann Migration nicht eindämmen. Ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast. Wenn wir uns Ägypten angucken, dann sehen wir eine ziemlich unfassbare Entwicklung. Ich nenne jetzt einfach mal Zahlen. 2016 sind bis Oktober, ich glaube, 17.000 Personen vom italienischen Innenministerium registriert worden, als aus Ägypten kommt, irregulär kommt. Nach Oktober ist das auf, ich glaube, es waren noch ein paar Dutzend und dann 2017 auf 27 Personen gesunken. Warum? Weil Ägypten sehr clever das eingesetzt hat, um die IWF-Kredite zu bekommen, die es ganz dringend brauchte, das Regime. Das heißt, es war, wenn man böse sein will, kann man sagen, es war eine Konditionierung der Ägypter gegenüber den Europäern und nicht umgekehrt. Also wir reden immer von, wir konditionieren Entwicklungshilfe und so weiter. Nein, die Ägypter haben gesagt, wir konditionieren Grenzschließung und ihr müsst den Preis bezahlen. Also es ist etwas platt ausgedrückt, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das schon ganz erstaunlich. Und deswegen bin ich so etwas bei diesem Binären Europa, Afrika zögere ich so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, es gibt die Staaten, da muss man auch sehen, dass die Staaten, die mehr Erfahrung haben und eine lange Geschichte im Umgang mit Europa, die in die europäische Nachbarschaftspolitik, euro-mediterrane Politik eingebunden waren, an ganz andere Kenntnisse der europäischen Strukturen, Apparate und wie man das nutzt hat. Ein Staat wie Niger ist einfach, wenn man so will, Europa völlig ausgeliefert, keine Erfahrung. Und jetzt wird Niger überschwemmt mit all diesen Angeboten und Agenturen, Institutionen.
Und das ist halt bei den nordafrikanischen Staaten viel weniger der Fall. Geht das? Okay. Ich wollte dazu aber sagen, ne? Das heißt aber nicht, dass Leute nicht mehr migrieren in Ägypten. Ne? Das heißt vielleicht einfach, dass sie woanders hingehen und dass sie nicht in die EU gehen. Also das ist auch das, was ich sagen wollte vorhin. Das heißt nicht, die gehen dann jetzt nicht mehr nach Libyen, aber sie gehen über Sudan und sonst wohin. Darf ich noch etwas sagen? Und man muss fragen, zu welchem Preis? Ich meine, der Preis, den wir zahlen, genau, ist gigantisch auf Menschenrechtsbereich und so weiter. Ich sage nur, es funktioniert in gewissen Kontexten, aber der Preis, den wir bezahlen, ist unendlich hoch. Ich würde vielleicht einfach nur ganz kurz ergänzen, Ägypten ist ganz gut, dass du das nennst, weil Ägypten ist ein Fall, wo man sich sowieso fragt, wie viel Kooperation ist denn da überhaupt noch angesagt angesichts der Menschenrechtssituation im eigenen Land und des absoluten Verfalls von Minimum an demokratischen Rechten und zivilen Freiheiten auch. Aber ich wäre grundsätzlich vorsichtig zu sagen, nein, mit Diktatoren nicht, weil diese Länder auch Flüchtlinge beherbergen. Und es gab mal am Anfang auch das Motiv zu sagen, wir müssen mehr in der Flüchtlingskrise tun und ich persönlich unterstütze das. Also wenn wir, dann komme ich zurück auf dieses Eingangswort und die Unterscheidung auch nochmal, wenn wir sagen, Kriege und Verfolgung und so weiter hat diese gigantische Zahl, ja, das sind mir noch mal eine Vorstellung, das sind seit 3 Jahren mehr Menschen auf der Flucht weltweit als im Zweiten Weltkrieg. Wir sind über 65 Millionen Menschen, die vertrieben sind. Und zwar im eigenen Land und über die Grenzen hinweg. Natürlich muss da mehr getan werden. Und von daher ist auch ein Impuls oder ein Motiv zu sagen, man beschäftigt sich dann auch mit Ländern, die nicht unbedingt unseren demokratischen Prinzipien entsprechen, weil die Flüchtlinge beherbergen. Und die müssen die auch integrieren und die müssen auch was mit denen anstellen und sie nicht einfach in Lagern dahin vegetieren lassen, weil wir das dann ja gar nicht sehen, weil wir uns ja nur interessieren für Europa. Also der Aspekt zumindest ist bedenkenswert. Uganda ist da ein interessantes Beispiel, weil ausgerechnet Uganda eine ganz interessante Versuche gemacht haben, den Leuten Land zu geben, ja, also so eine Art von Integration zu schaffen, die auch eine Zukunft für Familien ermöglicht und so weiter und so fort. Also da ist vielleicht manchmal auch ein Impuls, den man vielleicht auch mal würdigen muss, so wie manche Teile der auch deutschen, europäischen Politik eine Entlastung der Aufnahmeländer halte ich. Müller hat das, Entwicklungsminister hat das allem vorangeschrieben. In seiner anfänglichen Beschäftigung mit der Krise ist sicherlich nicht falsch. Für eine anständige Versorgung von Flüchtlingen mitzusorgen ist sicherlich richtig. Und da kommen wir in die Misere mit autoritären Staaten. Okay. Vielen Dank soweit. Fragen? Bemerkungen? Bitte schön. Ja. Hinten ist ein Mikrofon. Hallo, Anna Schmauder hier. Ich habe eine Frage, noch kurz. Ich bin von Polis 180, wo wir mit dem neuen Programmbereich uns auch mit der Externalisierung von Migrationspolitik auseinandersetzen. Ich habe eine Frage an Frau Müller. Sie haben ja gerade auch schon darüber gesprochen, inwiefern vielleicht die europäische Migrationspolitik den Zielen, die die EU eigentlich langfristig mit ECOWAS verfolgen sollte, widerspricht. Und mich würde interessieren, inwiefern Sie das auch gegenüber der Afrikanischen Union sehen, die ja ähnliche Ziele hat in ihrer Agenda. Und gerade vielleicht auch mit Blick auf das Cotonou-Abkommen, das gerade neu verhandelt werden soll. Danke. Okay, vielleicht sammeln wir noch eine weitere Wortmeldung. Okay, wenn es nicht der Fall ist, dann Frau Müller. Danke für die Frage. Es ist eine große Frage eigentlich. Also ich würde sagen, es ist schon so zum Beispiel, dass die ECOWAS teilweise, es gibt diesen Rabattprozess, da war die ECOWAS mit einbezogen, also der letztendlich, wo es darum ging, auch Migrationsagenten in der Region zu koordinieren. Es ist eine schwache Organisation, das ist, glaube ich, mit ihr größtes Problem. Also ich glaube, die haben 800 Mitarbeiter, wenn man mal, ne, und das ist quasi von der Verwaltung her nicht besonders viel. Das ist häufig das Argument, was man hört, dass es letztendlich deswegen nicht so gut funktioniert, die ECOWAS quasi mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, es ist halt sehr viel einfacher und das ist bei den
Handelspartnerschaften ja ganz offensichtlich so, dass man halt dann relativ schnell lieber bilaterale Verhandlungen macht, weil das einfacher ist und schneller geht und es nicht so viel, ich sag mal, Zeit und Energie und sonst wie kostet, irgendwie verschiedene Staaten dazu zu bringen, sich zu einigen. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass auch diese Staaten untereinander unterschiedliche Interessen haben. Also ein großes Land wie Nigeria, was irgendwie die ECOWAS sehr stark dominiert, hat ganz andere Interessen als Niger oder Senegal und so weiter. Also da haben wir letztendlich ähnliche Probleme wie in der EU. Und die Frage ist halt, wenn jemand mit der EU verhandeln würde und es wäre ihm zu mühsam und dann würde er nur noch bilaterale Sachen machen, was das quasi an diplomatischem Affront bedeuten würde. Und ich glaube, wenn man sich es umgekehrt vorstellt, bedeutet es genau das für die Afrikaner auch. Und da würde ich mir, glaube ich, manchmal noch etwas mehr Bewusstsein dafür wünschen, dass es Sinn macht, diese Organisationen zu stärken und halt regional zu denken, weil letztendlich die Phänomene, die es da gibt, regional passieren. Also und ich glaube, mein Eindruck ist sehr stark, nicht nur im Migrationsbereich, auch mit Blick auf Sicherheitskooperationen, diese Sahel G5, die es jetzt geben wird, das ist eine Sicherheitskooperation mit Mauretanien, Burkina Faso, Tschad, Niger und Mali, genau. Das sind wieder Länder, die zum Teil überhaupt nicht in der ECOWAS sind. Das heißt, man hat eigentlich eine funktionierende Regionalorganisation, baut eine Parallelorganisation auf, was sich mir einfach nicht erschließt, warum. Obwohl die ECOWAS attraktiv ist. Also Marokko will vielleicht der ECOWAS beitreten, Tunesien. Das heißt, wir haben da eigentlich eine Region, die sich total interessant entwickelt. Senegal ist in Gambia, also quasi es gab diese, die ECOWAS ist in Gambia einmarschiert unter lokaler Führung, um quasi den Präsidenten zum Rücktritt zu zwingen. Das sind eigentlich alles Dinge, die sehr gut funktioniert haben und das sollte man bestärken. Was die AU angeht, ist es ähnlich. Also natürlich gibt es diesen Wunsch dieser langfristigen Freizügigkeit auf dem Kontinent. Ich glaube, das ist in sehr, sehr weiter Zukunft, war schon immer in weiter Zukunft. Also ich glaube, man darf auch nicht so einem romantischen Bild folgen von, dass in der AU und überhaupt, in Afrika, das hört man dann ja so häufig, irgendwie alles sehr viel regionaler und harmonischer und besser läuft. Also natürlich haben Staaten untereinander auch unterschiedliche Interessen. Aber ich glaube, wenn man sich die Agenda 2063 anguckt, da will sich die AU bis 2063 hin entwickeln, dann sieht man ganz klar, eigentlich soll es um Freizügigkeit gehen, es soll um eine Stärkung von regionaler wirtschaftlicher Kooperation gehen. Und dieses Dokument wird zwar mittlerweile häufiger erwähnt, es gab aber eine sehr starke Kritik von der AU, dass solche Aspekte, also überhaupt mal die Frage, dass sich Europa fragt, was will die AU eigentlich oder was ist eigentlich die afrikanische Vorstellung davon, dass das zu wenig vorkommt. Und ich meine, wenn man halt Geld mitbringt und dann bestimmte bilaterale Projekte macht, dann verändert das natürlich auch Realitäten. Okay, ich glaube, aber ich habe eine Frage. Also wenn Sie nicht fragen wollen, dann frage ich. Ja, gibt es noch? Ah, okay. Okay, Franziska. Ja, hallo, Franziska Filmer von Amnesty International. Ich habe jetzt so einen leichten Widerspruch gehört. Da ging es immer darum, so binär wie der Christian Jakob es darstellt, so sehen wir das gar nicht. Ich habe auch dein Buch gelesen und sehr spannend gefunden. Ich habe es auch nicht nur so binär empfunden. Fände es jetzt schön, wenn du nochmal das Wort kriegst, um darzustellen, ob du das nicht teilweise auch teilst und auch die Interessen der afrikanischen Staaten durchaus auch mit in den Blick genommen hast und vielleicht an alle oder wer auch immer die Frage annehmen mag, wie kann denn Migrationskooperation menschenrechtlich gestaltet werden und aussehen, weil es fehlt ja letztlich der Vertreter der Bundesregierung aus dem Bundeskanzleramt, aus dem Bundesinnenministerium, BMZ, you name it, der jetzt hier eigentlich vertritt, was die ganze Zeit gemacht wird. Gibt es da eigentlich vielleicht auch Gestaltungsmöglichkeiten? Danke. Ja, also vielleicht kann ich meine Frage einfach daran anschließen, weil vorhin hat ja auch in Ihrem Beispiel Kirsten aus Nordsomalia dass bei dem Wunsch zu migrieren nicht immer nur die Not ist, sondern eben auch der Traum vom besseren Leben, aber auch mit der Verbesserung des Lebensstandards, der Lebensumstände, auch der Wunsch zu migrieren auch wachsen kann. Das kennen wir aus den auch westeuropäischen Bedürfnissen. Also insofern ist die Frage einfach, müssen wir nicht über Menschenrechte, über Recht zu migrieren, einfach vielleicht auch nicht noch
andere Dimensionen jetzt einfach mit ins Gespräch bringen. Dass einfach insgesamt ehrlicher werden in der Art und Weise, wie wir über Migration auch reden. Das stimmt natürlich, dass es nicht Afrika als monolithischen Block mit einem einzigen homogenen Interesse geht. Ich habe ja auch nur das Vorwort vorgelesen, das ganze Buch geht dann noch weiter. Und es ist natürlich wahr, die Interessenlagen sind ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel diese G5 Sahel Joint Force, diese Eingreiftruppe, die da aufgestellt worden ist. Die 5 Staaten haben Geld bekommen, ungefähr 440 Millionen Euro von der EU, um sich im Sahelraum besser ausgerüstet aufzustellen gegen die dschihadistischen Gruppen. Das ist auf jeden Fall was, wofür diese Länder offen waren. Das ist eine objektive Notwendigkeit für die, gegen die besser und effektiver vorgehen zu können. Es gibt eine ganze Reihe von Regionen, in denen es sehr, sehr schwierig ist, die in Schach zu halten. Und da war das sehr willkommen, dass die Europäer gesagt haben, wir geben Geld, wir helfen, wir stellen Ausrüstung. Also das war nichts, was denen aufgezwungen werden musste. Gleichzeitig die zweite Aufgabe der G5 Sahel Joint Force ist nach dem Kampf gegen die Islamisten der Kampf gegen die organisierte Kriminalität und gegen den Menschenhandel und die Schlepperei. Also das wird dann sozusagen mit einem Abwasch erledigt. Da kommen dann europäische Interessen zu den originär afrikanischen Interessen dann eben dazu. Im Fall von Niger war es so, dass aus Niger selbst sehr, sehr wenig Menschen migriert sind. Das war sozusagen das Geschäft mit dem Transit, das da gemacht worden ist. Und in der Tat, die Elite ist natürlich dafür zu haben. Der Präsident Yusufu hat beim ersten Besuch von Merkel, als sie noch einen vergleichsweise geringen Betrag von 27 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat an deutscher Hilfe, hat der sozusagen gesagt, so billig wird das nicht. Und ein Jahr später war dann die Zusage da, 1 Milliarde Euro Entwicklungshilfe von 2017 bis 2020. Da kriegt die Elite natürlich ihren Teil davon ab und entsprechend macht sie da dann auch gerne mit. Von Region zu oder von Land zu Land spielen da ganz unterschiedliche Erwägungen eine Rolle. Beim Sudan ist es so gewesen, denen ging es, glaube ich, gar nicht so sehr ums Geld. Es ging denen auch nicht um die Erste-Hilfe-Training, sondern darum, als Regime überhaupt wieder in den Kreis der respektierten Staaten zurückzukommen, nicht mehr der Paria, der Aussätzige zu sein. Alles, was so in die Richtung geht, macht man natürlich da gerne mit und hat da auch einen Interesse dran. Da gibt es dann nochmal eine ganze Reihe von regionalen Dynamiken, die da auch eine Rolle spielen. Es ist sehr komplex und vielschichtig, aber das Buch ist ja auch ganz dick. Also. Ich glaube, was die beiden Fragen jetzt ganz gut verbindet, ist ein bisschen Ausblick darauf, was sollte dann passieren. Und ich wollte nochmal auf die, vielleicht auch die anklingende Diskussion, wie gestaltmächtig ist denn Europa, ja, um das nochmal in eine andere Terminologie zu bringen. Ich habe da auch meine Zweifel. Ich habe deshalb mit großem Interesse auch eure Studien gelesen, auch insbesondere bei Niger, weil ich auch mit so einer Vorannahme, ich glaube 2016 unser erstes E-Paper hier rausgebracht zu Drehscheibe Agadez, wo das schon so anfing, ne, mit der Kriminalisierung von Schleppern auf Druck der EU, aber wo auch deutlich war, das wird nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht, einfach weil das Land so stark davon lebt und auch ein Isufu wird gewählt und eben von denen, die davon profitieren und nicht von irgendwelchen Leuten, die arbeitslos werden als Transporteure auf der Route etc. Und von daher denke ich, dass, und deshalb hatte ich vorhin auch nochmal auf diese Spiegel-Nachricht jetzt, die mich Pfingsten auf der Fahrt in die Uckermark ereilte, über mein Autoradio so, wow, der größte Teil dessen, was wir für Flüchtlinge aufbringen, geht in die Fluchtursachenbekämpfung. Ja, wie effektiv ist das? Ihr habt dieses Wort auch reingebracht. Also tun wir eigentlich das Richtige? Und wenn ja oder nein, was wäre denn das Richtige? Das haben Sie ja gefragt, Frau Filmer. In jedem Fall nochmal diese Entwicklungsaspekte. Also zunächst mal nicht immer mit der Perspektive reingehen und man kann es, glaube ich, nicht oft genug im Moment sagen, weil es von unseren Politikern so oft mit der negativen Konnotation besetzt wird, sprachlich. Und da müssen wir gar nicht bis zur AfD gehen. Da gehen wir in die gesamte Breite des politischen Spektrums. Migration ist ein Problem. Warum ist Migration ein Problem? Ihr habt das unterschiedlich benannt, wir haben das auch getan. Es ist erstmal das Normale. Wenn man das als das Normale sieht, dann kann man politisch wirksam werden und gestalten. Und deshalb habe ich auch diese Unterscheidung, du hast eingangs auch mal hinterfragt, so warum bei
gemischten Migrationswanderungen oder Wanderungsbewegungen. Ja, das verändert sich auch. Das hat der Ali sehr schön bei uns in diesem einleitenden Teil über Begrifflichkeiten beschrieben. Wir haben, Ali ist ein Wissenschaftler aus Pakistan, der zurzeit hier am an einem Institut auch in Berlin ist und forscht. Und er sagt, schon so ein Begriff wie Forced Migration. Manche Leute gehen freiwillig weg, werden dann aber versklavt auf dem Weg. Dann sind die Forced Migrants. Also wer freiwillig geht, fällt später in eine andere Kategorie und umgekehrt. Leute werden vertrieben, aber gehen dann aus dem schützenden Raum auch noch mal weiter, weil sie eine Hoffnung auf einen besseren Zustand in einem reicheren Land haben. Bei Pakistan ist das sehr gut beschrieben, wie diese vielfältige Vertreibung auch wieder zu neuer Migrationsmotivation führt. So, also was wäre gestalterisch wirksam und was wäre wünschenswert im Sinne von Menschenrechten? Migration zu gestalten hat sich die EU in der Reformagenda eigentlich vorgeschrieben und dann passierte 2015 und dann fiel Brüssel sehr stark hinter die eigenen Motive zurück, nämlich für mehr Migrationsgestaltung zu sorgen, also legale Wege zu schaffen, auch Arbeitseinreiseerleichterungen und so weiter, für Menschen zu schaffen, die wir eigentlich in Europa brauchen. Und das ist mein letzter vielleicht Gedanke, den ich mit einführen möchte. Dieses ganze Thema, dass wir immer sagen, Rücküberweisung ist natürlich unser aller Lieblingsbeispiel und wir können das immer so schön beziffern für einzelne Länder, wie viel mehr das ausmacht als Entwicklungshilfe. Aber tatsächlich bedeutet Migration ja auch Entwicklung für uns. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, das so zu sagen, aber wir haben letztes Jahr, und ich finde das ein sehr schönes, sehr konkretes Beispiel, wir haben 3 Studien in Auftrag gegeben zu Migranten in der Landwirtschaft Südeuropas. Das war so eine Idee von mir, weil ich jemanden getroffen habe in Florenz, an der Uni, der mir erzählt hat von den Marokkanern, die damals in die Bergregionen Südeuropas angeheuert wurden, um die Schafe zu hüten und die Ziegen. Weil das keiner mehr tun wollte aus diesen Dörfern. Und diese dörflichen Strukturen, die Milchprodukteure waren, zerfielen, weil keiner mehr mit den Ziegenherden und Schafherden unterwegs sein wollte. Ab in den Alpen und so weiter. Nach den Marokkanern kamen die Rumänen und die Bulgaren jetzt. Also will nur sagen, es hat auch einen Entwicklungsaspekt für die südlichen vernachlässigten ruralen Regionen Europas, dass Migranten kommen und Arbeiten übernehmen. Die Grünen haben gerade eingebracht, Habeck hat sich neulich beliebt oder unbeliebt, weiß ich nicht, je nachdem, wenn man fragt, gemacht mit dem Vorschlag, Flüchtlinge sollen Bleiberecht bekommen, die als Fachkräfte in die Pflegeberufe gehen. Wir haben akuten, absolut skandalösen Fehlstellung in den Pflegeberufen, in Krankenhäusern. Ich weiß nicht, wie viele von den Anwesenden das bereits erfahren mussten. Warum neben auch den Flüchtlingen, die da sind, die so eine Wahl treffen, gibt man nicht Arbeitsvisum an gut ausgebildete Marokkaner, Tunesier? Mir relativ egal. Das war nochmal so ein Aspekt von Entwicklung beidseitig. Und ja, dann ist es die hohe Kunst, glaube ich, der Politik, das so zu gestalten. Wir reden immer von diesen Triple-Win-Situationen, also Regierungen zu befähigen. Und das versucht die GIZ ja auch. Aber eben sehr verquickt mit anderen Interessenslagen. Und wir müssen nicht immer nur über Grenzmanagement-Sachen sprechen, sondern auch über diese Beratungszentren, die ja auch Regierungen da zu verhelfen wollen, ihre eigene Migrationspolitik aufzustellen. Da gibt es, und ihr habt das sehr gut aufgezeigt, absolute Fehlentwicklung. Aber an und für sich ist das Motiv nicht falsch. Also die Regierung Senegals oder Marokkos darin zu unterstützen, ja, eine Asylpolitik einzurichten, die Leute zu integrieren und so weiter. Oder die Türkei jetzt, die Syrer zu integrieren, die sie aufgenommen haben, ist ja nicht verkehrt. Also Interessen der Herkunftsländer, auch legaler Migration für Rücküberweisung, die Interessen des Einzelnen, der das bessere Leben sucht, auch den Mehrverdienst vielleicht für den gleichen Job, für den er ausgebildet oder sie ausgebildet wurde. Und das Aufnahmeland, das ist die hohe Kunst der Politik, das in unsere eigene Gesellschaft zu vermitteln, als ein positives Ziel für alle Beteiligten, ist wahrscheinlich mittlerweile noch schwieriger. Und da sind wir wieder bei deinem AfD-Politiker, den du so schön zitiert hast. Vielen Dank. Fast das Wort zum Abschluss, aber Melanie Müller möchte noch was sagen. Ja, es schließt eigentlich ganz gut daran an.
weil ich habe mir aufgeschrieben den Satz mit Blick auf Afrika raus aus der Hauptstadt. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, weil ich habe vorher zu Bergbau geforscht, Bergbaukonflikten in Subsahara-Afrika. Und das Interessante ist immer, wenn man sich Berichte darüber anguckt, wie ein Vorhaben abgelaufen ist, dann klingt das immer alles ganz schön. Wenn man aber zum Beispiel in Südafrika Johannesburg verlässt und nach Mpumalanga fährt in die Region, wo der Bergbau stattfindet, dann sieht das ganz anders aus. Und ich glaube, das ist das, was ich zum Beispiel in Niger ähnlich wahrnehme. Also, dass wir, glaube ich, hier häufig, also ich sage wir als Gesellschaft, aber auch teilweise, also wir haben sehr gute politische Entscheidungsträger, die sie wirklich auch vor Ort sind und sich das anschauen. Aber manchmal das Verständnis für innenpolitische Dynamiken fehlt in Afrika. Also quasi das, und auch ein Verständnis darüber fehlt, dass es da auch Leute gibt, die mit ihren Regierungen nicht so glücklich sind. Und in Niger ist es halt, finde ich, ganz deutlich, dieser innenpolitische Konflikt, der auch genutzt wird von der Regierung. Also dass wir es da mit Leuten zu tun haben, die kooperieren wollen, aber die das vielleicht nicht unbedingt, wie unsere Regierung, auch nicht immer im Interesse der Mehrheit tut. So. Und ich glaube, dass da zum Beispiel, wenn man das mehr in den Blick nimmt, dass man ein besseres Verständnis für Menschenrechtsverletzungen bekommt, weil man eigentlich von den Akteuren darüber was erfährt und nicht irgendwie von quasi Eliten, die sowieso natürlich versuchen, sich relativ quasi kooperationsbereit und konform darzustellen. Und ich glaube, das heißt auch jetzt gerade im Blick auf Subsahara-Afrika, also ich rede bewusst von Subsahara-Afrika, nicht von Nordafrika, dass wir nochmal sehr viel über das Afrika-Bild reden müssen und darüber, was wir eigentlich darüber wissen wollen und was wir darüber wissen bislang. Und das Zweite nochmal, weil das mir aufgefallen ist, dass wir darüber nicht richtig geredet haben, dass ein Aspekt ja häufig auch ist, zu sagen, letztendlich gibt es so eine Vermischung von Migration und erzwungener Migration und Zwangsprostitution. Also das ist so ein ganzes Konglomerat, das zum Beispiel, wenn man Nigeria anschaut, dass diese Sachen nicht unbedingt miteinander verbunden sind, im Niger zum Beispiel. Also dass Migration was anderes ist als kriminelle Netzwerke. Da sauber zu unterscheiden, das nicht in einen Topf zu werfen, das ist, glaube ich, wichtig, um dann auch passende Politik dafür zu machen. Und das, wenn es ein Sicherheitsrisiko gibt für Migranten, dann besteht das, weil es kaum legale Wege gibt der Migration. Das ist das Problem. Ja? Also die Leute würden, wenn sie legal einfacher Visa vor Ort beantragen könnten und eine Möglichkeit hätten, mit dem Flugzeug hierher zu kommen, um nach Arbeit zu suchen, müssten sie bestimmte Sachen gar nicht auf sich nehmen. Und darüber diskutieren wir schon lange nicht mehr. Und ich glaube, da wieder hinzukommen, wäre so eine Aufgabe. Ja, vielen Dank soweit. Vorhin hat ja Christian Jakob gesagt, Afrika hat sich auf die politische Agenda katapultiert. Mein Bauchschmerz ist dabei zum Teil unverdient, weil es eigentlich die Migrantinnen und Migranten sind, die eigentlich eher die Aufmerksamkeit verdienten und weniger Staaten und Regimes. Isabel Werenfeld sagte vorhin, wir haben eine Inflation an Instrumenten, finde ich eine schöne Beschreibung. Wenn wir auf das Wesentliche uns fokussieren würden, wozu sicher auch die Perspektive und die Interessen der Menschen sind, weshalb wir uns auch jetzt mit Afrika beschäftigen, das wäre, glaube ich, auch ein großer Gewinn. Bitte? Es gibt noch Fragen. Jetzt, eigentlich ist die Zeit überschritten. Okay, dann lassen wir eine Frage zu und dann schließen wir dann ab. Ja? Danke, ja, es ist weniger Frage als auch noch ein Kommentar, es wurde ja vorhin angesprochen. Und ich danke für die differenzierten Beurteilungen. Das eine Sache ist eben zu beschreiben, mein Name ist Georg Schmidt, ich bin Afrika-Beauftragter aus dem Auswärtigen Amt, pardon. Und das eine Sache ist eben zu beschreiben und die andere Sache dann zu sehen, wie geht man damit um und was kann man machen und was will man machen. Und das ist unglaublich schwierig, weil eben jeder Einzelfall anders ist, jedes Land anders ist. Also vielleicht ein paar Bemerkungen, wenn Sie es erlauben. Ich glaube, also mich ist immer noch erstaunlich, wie sehr eben die Kategorien durcheinander gehen, Flucht und Migration. Und wir haben nicht ohne Grund ein sehr ausgefeiltes Asylsystem mit sehr
sehr hohen, im Prinzip sehr hohen Schutzvorschriften, aber das passt eben nicht auf viele Sachen drauf. Das heißt, wir haben viele Menschen, die herkommen und die aus anderen Gründen oder mit anderen Sachen herkommen als auf der Flucht. Und ich beneide keinen, der das entscheiden muss über ein Menschenschicksal, weil es ganz oft eben vermischt wurde. Es wurde ja auch gesagt, es fängt vielleicht anders an und dann verändert sich die Lage immer. Also ich glaube, ich würde auch sofort zustimmen mit dem, dass Migration eben kein Problem ist, sondern Menschen sind schon immer migriert. Ich sage immer, wenn es keine Migration gegeben hätte, wäre dieser Kontinent ziemlich leer. Und Menschen werden weiter in der Globalisierung unterwegs sein. Das ist völlig normal, meines Erachtens nach. Von dem her, wenn ich höre, ja, Migration ist ein Riesenproblem, ich glaube, es ist eine ganz andere Ansicht, wenn man sagt, es ist immer da und jetzt kommen wir, wie müssen wir damit besser umgehen und wie können wir es versuchen, einigermaßen so zu steuern, dass wir eben den Interessen von Herkunfts-, Transit- und Aufnahmeländern, und die Kategorien können sich ja auch immer vermischen, also ein Transitland wird zum Aufnahmeland etc., wie wir denen gerecht werden. Ich würde nicht sagen, dass wir Afrikapolitik nur unter der Migrationsbrille sehen. Ich habe Ihr Buch auch gelesen, ich fand es interessant. Manchmal kommt der Eindruck darum, dass ob wir uns Tag und Nacht nur damit beschäftigen, wie können wir das machen, dass möglichst wenige Leute hierher kommen. Ich kann Ihnen sagen, von meiner Perspektive aus ist das nicht der Fall, aber es ist natürlich wichtig. Wenn ich vielleicht ein bisschen näher rangehe und einige Beispiele eben, zum Beispiel bei Niger, das wurde ja erwähnt auch, die nigerische Regierung sagt uns, dass sie eben schon deutlich die Verknüpfung sieht zwischen Gruppen, die eben Menschen schmuggeln, die Waffen schmuggeln und die Drogen schmuggeln. Und die sagen, das ist für uns als schwacher Staat eben eine Bedrohung. Die nigerische Regierung sagt oft, wir haben angefangen, aktiv zu werden, auch schon davor, nämlich vor La Valletta, als wir mehr und mehr Lastwagen sahen, wo die Menschen einfach in die Wüste geworfen wurden. Natürlich haben sie gemerkt, da ist ein großes Interesse von Europa. Natürlich haben sie dann auch die Hand aufgehalten und haben gesagt, wir wollen die Kooperation, aber wir wollen auch, dass sie uns bezahlt wird. Es wurde erwähnt, eben, dass die Einkünfte nicht so hoch sind. Also aus meinen Gesprächen, auch in Agadez, sagen viele ja. Wir sehen natürlich, dass die Einkünfte höher sind, wenn wir etwas Nicht-Legales machen, wenn man dann eben den zu Transportierenden mehr Geld abverlangt. Aber es gibt auch viele, die sagen, wenn ich einfach einen normalen Job machen könnte, dann würde ich was anderes machen. Also mehr und mehr auch, dass man sieht, was passiert eigentlich mit den Menschen. Aber ich bin gegen eine Kriminalisierung auch. Also Schlepper ist eben nicht gleich Schlepper. Wenn man sich anguckt, wenn man mit Leuten spricht, die zum Beispiel einfach diese sogenannten Ghettos, also diese Hostels machen, dann sind das keine Hochkriminellen mit unglaublicher Energie. Andererseits gibt es eben genau auch diese Hochkriminellen mit Energie, denen es völlig egal ist, was mit denen passiert, die auf die Reise geschickt werden oder noch mehr diese ausbeuten. Von daher also würde ich auch sehr stark für eine Differenzierung werben. Wenn man sich anschaut, wie viel Geld eben im System drin ist, und dass wir es nicht schaffen, dass dieses Geld irgendwo anders angelegt wird. Und da komme ich auch dann zum fast letzten Punkt. Für mich hat es eben ganz viel auch zu tun, ist mit der Psychologie. Warum sagen Leute hier, ich kann überhaupt nichts erreichen? Und gleichzeitig, ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich in Abidjan führte, mit eben jungen Ivorern, die sagten, hier gibt es nichts, ich muss weg. Und einen Tag später sprach ich mit jungen Chinesen, die mit 10.000, 15.000 Euro Startkapital in die Côte d'Ivoire kommen, sich ein Stück Land kaufen und dort einen Landbetrieb aufmachen. Ich will nicht sagen, dass es alles so einfach ist. Es ist einfach nur, je näher man sich es anschaut, das ist wie so ein impressionistisches Gemälde. Wenn man weit weg ist, ist alles sehr klar von den Konturen. Und je näher man rankommt, desto schwieriger wird es, die einzelnen Punkte zu einem Blick zusammenzubringen. Und ich glaube, wir müssen, und wir sind auch sehr viel weitergekommen, mit den afrikanischen Regierungen, aber eben nicht nur mit den Regierungen, das hat ja Frau Müller auch immer gesagt, nicht nur mit den Regierungen sprechen und sagen, was sind die Interessen, wie können wir das angehen und wie können wir auch zu vernünftigen Kompromissen finden, zu vernünftigen Kompromissen kommen. Und ich komme zurück eben auf das Legale. Wenn das in der Diskussion jetzt verschwindet, ist das meines Erachtens nach, ich gehe jetzt weit über den Begriff, über den Bereich der Außenpolitik hinaus. Ich finde das sehr hilfreich, wenn das immer auch besprochen wird. Denn in meinen Gesprächen vor Ort, ich kann sehr klar sagen, afrikanische Staaten haben auch ihre eigenen Regeln, wer wo wie auf das Territorium geht. Ob es jetzt Freizügigkeit ist oder eben nicht, es gibt ja auch da unterschiedliche Modelle. Aber wir können ganz anders argumentieren, wenn wir die Energie auf etwas umwenden. Uns wurde ja auch gesagt, es gibt den Bedarf. Es gibt den Bedarf und das wäre eine ganz andere Psychologie, wenn wir das hinbekämen. Das war jetzt eher ein Statement als eine Frage, aber ich wollte das gerne sagen. Ja. Danke. Ja, Isabel Wernfels. Ja.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Also ich glaube, für diese ganze Frage der legalen Einwanderung, wie können wir die Debatte hier enthysterisieren? Und ich glaube, Christian Jakob hat ein paar unglaublich wichtige Zahlen genannt, jetzt mit Blick auf Spanien, wie viele aus Lateinamerika gekommen sind und dass das ganz einfach absorbiert werden kann und dass im Vergleich dazu die Zahlen derjenigen, die über Marokko nach Spanien kamen, im gleichen Zeitraum verschwindend klein sind. Ich möchte einfach eine Zahl oder ein paar Zahlen in den Raum werfen, die jetzt bei der Debatte um sichere Herkunftsstaaten, die die Staaten betreffen, mit denen ich zu tun habe, schon noch mal die Dinge relativieren. Tunesien 2017 an 38. Stelle der Staaten, also der Staatsbürger, die hierher kommen aus anderen Staaten. Marokko, Algerien 19. und 20. Stelle. Wenn man hier die Presse liest, dann bekommt man einen völlig anderen Eindruck. In Marokko halten sich nach Schätzung sowohl von Offiziellen als auch von NGOs maximal 100.000 Subsahara-Afrikaner zum gegebenen Zeitpunkt irregulär im Land auf. Marokko hat eine Bevölkerung von 38 Millionen. Also ich meine, das muss man auch, das versuche ich auch meinen marokkanischen Freunden immer zu sagen, wenn die hysterisch werden und sagen, so viele Leute sind da. Und ich glaube, diese Zahlen sind immer ganz wichtig, um es zu relativieren. Wie viel Bürger leben in der EU und wie viel sind zu uns gekommen 2015? Das ist etwas, wo ich merke, dass man am ehesten noch mal an Leute rankommt. Auch wenn wir jetzt sagen, Zahlen sind für uns vielleicht nicht so wichtig, weil Migration normal sein sollte und weil man das nicht so klar an Zahlen festmachen sollte. Aber ich glaube, um die Diskussion zu enthysterisieren, ist es wichtig. Ja, vielleicht, Sie haben ja jetzt ein Fass geöffnet, Herr Schmidt. Dann stelle ich doch eine Gegenfrage. Welche Rolle spielt Demokratisierung in der Zusammenarbeit? Eine Rolle ist für mich eine wichtige Frage. Und die zweite ist auch Partnerschaften mit Zivilgesellschaft. Ich weiß, dass viele dieser Staaten autoritär sind, auch nicht offen, vielleicht sogar feindlich gegenüber zivilgesellschaftlichen Strukturen. Aber es ist wichtig, wenn wir aus dieser Perspektive jetzt einfach Partnerschaft anstreben, welche Rolle spielt eben dass es zu den Lebensperspektiven auch Demokratie zählt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor für viele Menschen, wenn sie ihr Land verlassen. Und zweitens in der Frage der Partnerschaft auch jenseits staatlicher Akteure, auch zivilgesellschaftlicher Akteure. Welche Rolle spielt das für die Bundesregierung? Ja, auch da ist es wieder völlig unterschiedlich. In einem Land wie Eritrea, also es gibt keine organisierte Zivilgesellschaft. Ich weiß, ich hatte einmal ein Gespräch eben mit einem Kirchenvertreter. Das war aber auch schon das Nächste an der Unabhängigkeit. Es ist also ganz schwer in Eritrea für mich jetzt als jemand, der auch entsprechend begleitet wird auf seinen Besuchen, irgendwo mit jemandem zu sprechen. Das heißt, da ist es ganz schwer. Da ist die Tür nur sehr, sehr spaltweit offen, was man da mit Dialog erreichen kann. Und das ist auch ein sehr schwieriger Dialog. In anderen Ländern ist es anders. Und ich würde sogar noch erweitern, nicht so sehr Demokratie, sondern wie oft ist die Frustration eben hoch, wenn man sich wirtschaftlich irgendetwas aufbaut, dass dann eben jemand anders kommt und einem die Sache entweder wegnimmt oder verdrängt und man hat keine Rechtssicherheit. Das ist vielleicht sogar noch wichtiger im täglichen Leben, dass man der Willkür von anderen eben stärker ausgesetzt ist. Und das ist ein noch viel größerer Balanceakt, dass wir eben nicht das vernachlässigen mit eben oder den gleichzeitig den Finger auch da drauf zu legen, dass die Frustration höher wird. Aber wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, ich bin etwas später gekommen, aber das Wort zum Beispiel Bevölkerungswachstum gar nicht gehört. Also selbst wenn die Länder völlig im Frieden mit sich leben, ich sage immer, die Bundesrepublik könnte wahrscheinlich nicht in 10, 15 Jahren ihre Schulplätze verdoppeln, ihre Arbeitsplätze verdoppeln, ihre Straßen, ihre Infrastruktur etc. versorgen. Also da haben wir ein riesiges Problem. Und das, was auch einen großen Teil des Drucks ausmacht. Also in der besten aller Welten wäre es auch schon schwierig. Und darüber überhaupt zu sprechen und zu sagen, dass das überhaupt ein Problem ist, das sind auch erste Schritte. Gut, vielen Dank für die Einmischung und auch für die Statements seitens
die Bundesregierung. Das haben sie ganz gut gemacht. auch ganz geschickt zum Schluss, dass nicht viele Ihnen widersprechen können. danke schön. Vielen Dank an alle Referentinnen und Referenten auf dem Podium. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld. Und wir machen weiter. Und lesen Sie die Publikationen, die sind wirklich sehr ergiebig. Ich glaube, jede Publikation hätte für sich eine eigene Podiumsdiskussion verdient. Aber es ist auch gut gelungen, die Quintessenz aus den Publikationen auch zusammenzustellen. Und viel Material zu dem Thema finden Sie auch auf unserem migrationspolitischen Portal Heimatkunde. Vielen Dank und schönen Abend. Applaus